Rahmen unseres Themenraums Frieden führen wir heute wieder eine Videokonferenz durch und wir haben da einen hochrangigen Teilnehmer. Das ist Ulrich Heiden aus Moskau, der den einen oder anderen über Berichte etc. in verschiedenen Medien bekannt sein dürfte. Und wir beschäftigen uns intensiv heute mit dem Thema Ukraine-Situation in Russland, Lösungsmöglichkeiten etc. Das soll alles schon als Vorrede genügen, dass wir zum Thema kommen. Ich will nochmal ausdrücklich Helga Lemme für die Unterstützung bedanken, dass sie also Ulrich Heiden hier gewonnen hat für die Teilnahme. Ich übergebe dann an Helga. Ja, hallo, ich bin Helga Lemme. Ich bin Mitglied im Trägerverein und war bis Juli diesen Jahres im Vorstand des Trägervereins Aufstehen. Sonst in meinem normalen Leben war ich Kinderärztin oder bin ich Kinderärztin. Wir begrüßen also heute ganz herzlich den Ulrich Heiden aus Moskau. In einer Zeit, wo praktisch seit der Kuba-Krise die Situation, glaube ich, nie so ernst war, die Kriegsgefahr nie so groß war wie jetzt und noch dazu auch eine atomare Kriegsgefahr droht. Diese Veranstaltung soll keine Fürrede für Russlands Angriffskrieg sein, aber wie euch bekannt ist und wie ihr alle aus unseren Medien wisst, wird da nur sehr einseitig berichtet und die Wahrheit bleibt dabei meist auf der Strecke. Und deshalb freuen wir uns also ganz besonders, dass Ulrich Heiden sich bereit erklärt hat, heute mit uns zu diskutieren. Er arbeitet seit 1992 in Moskau als freier, als Korrespondent für deutschsprachige Medien. Von 2000 bis 2014 war er auch Korrespondent der Sächsischen Zeitung und anderer deutscher Regionalzeitungen. Und zurzeit arbeitet er hauptsächlich für die Nachdenkseiten, habt ihr sicher schon von ihm Artikel gelesen, für die Junge Welt, für den Rubicon, für Overton und auch für Russia.de und für einige verschiedene deutsche Internetportale. Also herzliche Begrüßung nochmal an Ulrich Heiden und ich würde dir das Wort übergeben. Ganz kleine Unterbrechung noch, weil ich glaube, das ist nicht bei allen, die jetzt dazugekommen sind, angekommen. Also während des Vortrages, der von Ulrich Heiden, der gegliedert ist in einzelne Themen, danach ist jeweils eine Diskussion möglich und wir schließen den Chat immer während des Vortrages, sodass nicht ein Parallel-Chat hier erfolgt. Und dann werden wir gegebenenfalls die Fragen, die im Chat stehen, aber auch die Fragen, die per Handzeichen gestellt werden können, hier beantworten. Ich werde mich konzentrieren auf die Fragen, die im Chat kommen und die zusammenfassen. Und Helga Lemme wird das letztendlich moderieren, die Reihenfolge der Wortmeldungen. Gut, dann bitte, Ulrich Heiden. Ja, vielen Dank für die Möglichkeit, bei euch zu sprechen. Es ist immer gut, den Kontakt mit Deutschen zu halten. Es ist nicht immer so einfach, weil der Weg von Moskau nach Deutschland ist sehr, sehr lang geworden. Man muss über die Türkei fliegen und es ist sehr teuer. Und also ich bin froh, wenn wir uns hier austauschen. Kurz möchte ich euch präsentieren das Thema meines Vortrages. Das habe ich gegliedert in vier verschiedene Abschnitte. Ist es zu sehen? Nein, man müsste erstmal den Bildschirm freigeben. Ah, sorry. Müsste Knut machen oder. Ist klar, okay. Macht ihr mal die Bildschirmfreigabe? Nein, Ulrich, du musst jetzt unten auf Bildschirm freigeben gehen, auf das grüne Symbol. Warte mal, jetzt bin ich. Du bist der Co-Host. Müsstest das Dokument, was du teilen möchtest, dann auch öffnen und genau. Jetzt geht's.
Ulrich, dein Mikrofon ist aus. Mikrofon ist aus. Ja, irgendwie ist die Bildschirmfreigabe aufgehoben. Aufgehoben? Ja. Muss noch mal freigeben. Die Bildschirmfreigabe ist da. Ja. Ich mach noch mal. Ich mach's noch mal. Bildschirm freigeben ist ein Haken drin. Müsste, hat ja auch eben geklappt. Bitte das Mikrofon anlassen. Ja. Und selbst nochmal den Bildschirm freigeben. Selber unten noch auf das Grüne unten gehen. Auf das Grüne gehen und das Dokument nochmal teilen. Ja. Hat es geklappt? Jetzt ja. Hat es geklappt und man hört auch die Stimme. Alles gut. Okay. Also vier Abteilungen, die militärische Situation und das Kriegsrecht, was gerade eingeführt wurde, die Akzeptanz der Spezialoperation in Russland, dritte Abteilung wirtschaftliche Lage in Russland und das der vierte Block gibt es Lösungen für den Konflikt. Jetzt gehe ich mal wieder raus. Am 19. Oktober rief der russische Präsident das Kriegsrecht für die vier neuen russischen Gebiete Donetsk, Lugansk, Saporosche und Cherson aus. Was ist der Grund? Will Russland sich unter dem Deckmantel des Kriegsrechts an ukrainischem Eigentum bereichern, wie Kiew behauptet? Kiew unterstellt, eine Übertragung ukrainischen in russisches Eigentum sei nur unter den Bedingungen des Kriegsrechts möglich. Aber die Angliederung der Krim an Russland hat gezeigt, dass die Einführung russischer Gesetze und Eigentumsänderungen dort seit 2014 fast lautlos abliefen, von Protesten des ukrainischen Oligarchen Igor Kolomoyski, der Immobilien auf der Krim hatte, einmal abgesehen. Die Einführung des Kriegsrechts in den vier neuen russischen Gebieten hat meiner Meinung nach einen anderen Grund. Kiew versucht verbissen, seinen Erfolg bei der Rückeroberung im ostukrainischen Gebiet Charkow, im südukrainischen Gebiet Cherson zu wiederholen. Mehrere Orte an der Südfront wurden von der ukrainischen Armee, wenn auch unter hohen Verlusten, schon zurückerobert. Ich möchte anmerken, dass sich das überwältigende Ja bei dem Referendum über eine Angliederung an Russland in den vier Gebieten für realistisch halte, auch in den neuen, also die ganz neu dazugekommen sind, eben Cherson und Saporosche. Ich war nicht beim Referendum in Saporosche oder in Cherson dabei, aber in Donetsk. Warum halte ich das für realistisch? Weil der gesamte Südosten der Ukraine, wo vorwiegend Russisch gesprochen wird, bei den Wahlen in den letzten 30 Jahren immer wieder gezeigt hat, dass er für die Partei oder den Präsidenten stimmte, der ein gutes Verhältnis zu Russland, zumindest aber Frieden im Donbass versprach. Das wurde 2005 und 2010 bei der Zustimmung für die russlandfreundliche Partei der Region im Südosten der Ukraine und Viktor Janukowitsch und 2019 bei den guten Abstimmungsergebnissen im Südosten der Ukraine für Selenskyj, der damals noch mit dem Versprechen auftrat, als erste Amtshandlung den Krieg im Donbass zu beenden, den der Amtsinhaber Poroschenko weiterführen wollte. Da die ukrainischen staatlichen Organe in den letzten 8 Jahren alles pro-russische unter Strafe gestellt haben, kann man nicht davon ausgehen, dass die Menschen in Cherson und Saporosche jetzt öffentlich jubeln über die Vereinigung mit Russland. Denn sie wissen ja noch nicht, ob Russland wirklich bleibt oder Russland erneut gezwungen ist, sich zurückzuziehen, zumindest teilweise.
Von Kiew gesteuerte Spezialeinheiten tun alles, um mit Anschlägen gegen die Vertreter der neuen Macht in Cherson Angst zu verbreiten und die Situation zu destabilisieren. Ein paar Fälle. Am 12. Oktober wurde gegen Andrei Koschelova, leitender Beamter des Cherson-Gebiets, ein Mordanschlag verübt, den der Beamte aber überlebte. Am 25. September wurde Andrei Juravko, kurz mal eben, jetzt habe ich den verloren hier. Also mit dem Umschalten klappt es noch nicht so gut. Ulrich, kurze Zwischenfrage. Sollten wir das sehen oder hältst du den Vortrag nur mündlich? Denn wir sehen keine Folien, nur als Hinweis. Aha. Da muss ich den Bildschirm teilen. Seht ihr den jetzt? Ja, du musst unten erst wieder auf das Grüne gehen und Bildschirm freigeben. Das ist irgendwie wieder zurückgegangen. Das klappt irgendwie nicht bei der Litze. Jetzt wird es. Jetzt. Nee. Zu sehen? Ist das Bild zu sehen? Ja, jetzt ist es zu sehen, ja. Wenn das euch zu umständlich ist, dann lassen wir diese Folien ganz weg. Also am 25. September wurde Andrei Juravko, den man hier auf dem Bild sieht, von Geburt an schwerbehindert, von 2006 bis 2012 Abgeordneter im ukrainischen Parlament und später von den ukrainischen Behörden wegen Bildung einer terroristischen Vereinigung verdächtigt, in seinem Hotel im Zentrum von Cherson durch die Rakete eines HIMARS-Werfers getötet. Es war ein gezielgerichteter Angriff auf sein Zimmer. Am 16. September wurde der Generalstaatsanwalt der Volksrepublik Lugansk, Sergei Gurenko, und seine Stellvertreterin Jekaterina Steglenko in seinem Amtszimmer durch eine Bombe getötet. Vielleicht noch kurz erklären, dass dieser HIMARS-Werfer, dieser Raketenwerfer, der neu ist von den Amerikanern, der wohl aus großer Entfernung mit bis auf 15 Meter Treffergenauigkeit in Ziele reingehen kann. Das war Ihr Kommentar eben, ja? Ja, du kannst weitermachen. Okay. Aber wir sehen jetzt hier die Einladung. Aha, stehe. Wie komme ich denn da wieder rein? Du musst das erst auf deinem Bildschirm öffnen. Also es war aber eben, als man die Folie nicht gesehen hat, ein toller Vortrag. Auch ohne die Folie, muss ich sagen. Ach, vielleicht lasse ich das raus. Gut. Sollen wir die Bildschirmfreigabe beenden? Ja. Am 12. nochmal. Okay, später mal. Am 12. September wurde gegen die Rektorin der Pädagogischen Universität von Cherson, Tatjana Tomilina, vor ihrem Haus ein Bombenanschlag verübt. Ein Splitter musste aus ihrem Auge entfernt werden. Ihr Leibwächterstab berichteten Medien. Am 11. Juli wurde ein Anschlag auf den Leiter der zivil-militärischen Verwaltung, Wladimir Saldo, verübt. Man hatte in sein Auto eine Bombe platziert. Die Bombe wurde jedoch rechtzeitig entdeckt. Am 5. August versuchten ukrainische Kräfte Saldo zu vergiften. Ende Juni wurde in Cherson Dmitri Savputschenko, ein Mitarbeiter der militärzivilen Verwaltung, ermordet. Sein Auto wurde in die Luft gesprengt. Am 18. Juni wurde in Cherson die Leiterin der Gefängnisverwaltung, Jewgenia Sobolyova, mit einer Bombe ermordet. Jetzt besteht die Gefahr, dass die Gebietshauptstadt Cherson von ukrainischen Truppen zurückerobert wird. Sergei
Surovikin, der neue russische Oberkommandierende für die russischen Truppen in der Ukraine, erklärte öffentlich, die Lage im Cherson-Gebiet sei ernst. Die Stadt soll zur Festung ausgebaut und die Bevölkerung evakuiert werden, erklärte der Militärkorrespondent Alexander Slatkov, damit das russische Militär freie Hand hat. Dass die neu mobilisierten russischen Soldaten an der Front ankommen, kann bis zu 3 Monaten dauern. Sie müssen zunächst ausgerüstet und trainiert werden. Bis dahin müssen die vorhandenen russischen Kräfte an der langen russischen Südfront ausreichen. Die Ukraine sendet immer wieder Stoßtruppunternehmen mit Booten zum Atomkraftwerk von Saporizhzhia, welche aber von russischen Truppen jedes Mal entdeckt und vernichtet werden. Offenbar, um die angegliederten 4 Gebiete maximal gegen ukrainische Rückeroberungsversuche zu wappnen, verhängte der russische Präsident am 19. Oktober in den 4 angegliederten 9 Gebieten das Kriegsrecht. Vieles von diesem Kriegsrecht ist in den Volksrepubliken Donetsk und Lugansk schon Praxis, wie zum Beispiel eine nächtliche Ausgangssperre und eine politische Kontrolle der Medien. Geplant ist unter anderem Verbot oder Beschränkung der Ausreise von Bürgern aus der Region, vermutlich um zu verhindern, dass wehrfähige Männer abreisen. Verbot oder Beschränkung, also Einführung der Militärzensur für Sendung und Mitteilung, Überwachung des Telefonverkehrs, Einbindung der Massenmedien zu Verteidigungszwecken. Bürger und Fahrzeuge können für einen Zeitraum von maximal 30 Tagen festgehalten werden. Beteiligung der Bürger an Arbeiten für Verteidigungszwecke, an der Wiederherstellung zerstörter, lebenserhaltender Systeme und an der Bekämpfung von Bränden. Zum Teil sind von den verschärften Sicherheitsmaßnahmen auch frontnahe Gebiete in Südrussland betroffen, nämlich die Krim, die Gebiete Krasnodar, Belgorod, Bryansk, Woronesch, Kursk und Rostow. Parallel zum Kriegsrecht in den 4 neuen russischen Gebieten wurde eine erhöhte Alarmstufe in Gebieten Süd- und Zentralrusslands verhängt. Wenn man sich Russland insgesamt anguckt, kann man sagen, dass der größte Teil Russlands keinerlei Einschränkungen unterworfen ist. Es betrifft also nur, wie gesagt, den Zentralrussland, europäischen Teil, Südrussland. Präsident Putin hat außerdem angewiesen, eine sogenannte Sonderkoordinierungskommission bei der Regierung einzurichten. Aufgabe dieses Gremiums soll sein, alle Aktivitäten des Militärs besser zu koordinieren. Dazu zählen etwa die Organisation des Nachschubs, verbesserte Fähigkeiten der Reparatur- und Bauarbeiten, aber auch der medizinischen und Sanitätsdienste. Jetzt hatte ich eine Frage im Chat von Ulrich L. Also Familienname wurde nicht angegeben. Gibt es Veränderungen in der Zustimmung der russischen Bevölkerung, in der Zustimmung oder Akzeptanz des Krieges? Meine Antwort. Nach einer Umfrage des russischen Levada-Meinungsforschungszentrums unter 1600 Russen hat sich der Anteil der russischen Bevölkerung, welche die sogenannte Spezialoperation in der Ukraine unterstützen, von 76% im August auf 72% im September verringert. Ich möchte anmerken, dass das Levada-Zentrum wegen finanzieller Unterstützung durch westliche Auftraggeber in Russland als ausländischer Agent gelistet ist. Nach der Levada-Umfrage ist die Unterstützung der Spezialoperation von März 2022 mit 80% auf 72% im September zurückgegangen. Der Anteil derjenigen, welche die Operation ablehnen, hat sich von 17% im August dieses Jahres auf 21% im September erhöht. Ich möchte an dieser Stelle anmerken, dass sich die Daten des Levada-Meinungsforschungsinstitutes und des regierungsnahen russischen Meinungsforschungsinstitutes CIOM nur um wenige Prozentpunkte unterscheiden. Das Allrussische Zentrum zur Untersuchung der öffentlichen Meinung, CIOM, teilt Anfang September mit, innerhalb des letzten halben Jahres ist die Unterstützung der Öffentlichkeit für die Durchführung einer Spezialoperation in der Ukraine stabil hoch und befindet sich im Bereich 70-73%. Bei der Umfrage im August unterstützten 70% der Russen die Entscheidung für die Spezialoperation. 18% unterstützen die Entscheidung nicht. Jetzt zu den Motiven, was die Menschen, warum die Menschen für die
Spezialoperationen sind. Ich muss vielleicht dazu sagen, dieses Wort Spezialoperation benutze ich hier, weil es einfach in den russischen Quellen einfach immer genannt wird und bei den Umfragen auch immer genannt wird. Und deswegen werde ich jetzt in diesem Vortrag einfach diesen Begriff beihalten. Also auch wenn er vielleicht einigen nicht realistisch oder verniedlichend vorkommt. Also zu den Motiven schreibt das Meinungsforschungsinstitut FZIOM, 39% sind der Meinung, dass das wichtigste Ziel der Spezialoperation der Schutz Russlands und eine Verhinderung von NATO-Basen in der Ukraine ist. Für 20% ist der Schutz der Bevölkerung in den Volksrepubliken Donetsk und Lugansk das wichtigste Ziel. Für 17% ist die Änderung des politischen Kurses der Ukraine und eine Reinigung von Nazis das wichtigste Ziel. Für 7% ist das wichtigste Ziel der Spezialoperation Okkupation der Ukraine und ihre Vereinigung mit Russland. Zitat Ende. Dieses Zitat oder diese Gründe fand ich interessant, weil ja in westlichen Medien so getan wird, als ob Putin eben Länder okkupieren will und vielleicht sogar auch noch andere Länder außer der Ukraine. Und man sieht ja hier sogar ein regierungsnahes Meinungsforschungsinstitut schreibt, also nur 7% sind der Meinung, das wichtigste Ziel der Spezialoperation ist eine Okkupation der Ukraine und ihre Vereinigung mit Russland. Nach meiner Einschätzung hat die in der Levada-Umfrage ausgewiesene, leicht abnehmende Zustimmung zur russischen Spezialoperation nicht mit einer zunehmenden pazifistischen oder kriegsablehnenden Grundhaltung zu tun, sondern mit der Erfahrung, dass die sogenannte Spezialoperation nicht effektiv läuft. Gemessen an dem selbstgesteckten Ziel, Reinigung der Ukraine von Narzissmus und Militarismus. Viele Maßnahmen wie der Rückzug der russischen Armee aus den Gebieten Kiew und Charkow wurden von der russischen Armeeführung nicht wirklich begründet, ausreichend begründet, auch, sag ich mal, glaubhaft. Das führte bei vielen Russen zu Unmut. Viele Russen fordern ein härteres Vorgehen gegen die politische Führung in Kiew, so etwa die Bombardierung des Amtssitzes des ukrainischen Präsidenten oder eine Zerstörung der Nachschubwege der ukrainischen Armee. Das gebe ich jetzt hier so wieder, das habe ich aus meinen Gesprächen mit Russen einfach so rausgehört. Natürlich gibt es auch Russen, die generell gegen den Krieg sind. Die kommen in meinem Vortrag auch noch zu Wort. Aber ich gebe das gesamte Meinungsspektrum hier wieder. Mitleidsäußerung angesichts der russischen Bombardierung gegen ukrainische Elektrizitäts- und Heizkraftwerke hört man von Russen zurzeit wenig. Stattdessen hört man die Meinung, Zitat, nun erleben die Menschen in der Ukraine das, was die Menschen in den Volksrepubliken seit 8 Jahren erleben. Ulrich L. nochmal im Chat fragt, sind bei der Zustimmung, Akzeptanz des Krieges Unterschiede in den Generationen zu beobachten? Nach der Umfrage des Levada-Zentrums unterstützen in der Altersgruppe ab 55 Jahren 81% das Vorgehen der russischen Armee in der Ukraine, 13% sind gegen die Spezialoperation. In der Altersgruppe von 18 bis 24 Jahren wird das Vorgehen der russischen Armee nur von 55% unterstützt, 35% sind gegen die Spezialoperation. Natürlich sollte man gegenüber Umfragen immer skeptisch sein, denn sehr viel hängt davon ab, wann die Fragen gestellt werden und wie die Fragen gestellt werden. Aber angenommen, die Levada-Umfrage gibt einen realen Trend wieder, gibt es zwei Gründe für die unterschiedliche politische Positionierung in den Altersgruppen. Die russische Jugend ist politisch weit weniger interessiert als die ältere Generation. Die Jugend verfolgt die Ereignisse in der Ukraine weniger intensiv. Die jüngere Generation ist mit den nachsowjetischen Werten aufgewachsen, also einer Zeit, in der der Westen von Russland, wenn auch mit Einschränkungen, als Partner bezeichnet wurde. Für die ältere Generation kommt die Verhärtung gegenüber dem Westen nicht völlig überraschend. Dass dem Westen nicht zu trauen ist, war schon eine zu Sowjetzeiten allgemein übliche Meinung. Ulrich L. fragt im Chat, wie ist die im Westen hochgespielte Flucht vor der Einberufung zu bewerten?
Nach meiner Einschätzung hat es tatsächlich eine Fluchtbewegung gegeben, über deren reale Größe aber keine offiziellen Zahlen, sondern nur Schätzungen vorliegen. Also nach meinem persönlichen Eindruck wurde das natürlich aus naheliegenden Gründen von westlichen Medien also groß aufgegriffen mit Bildern, die lange Schlangen vor den Grenzen zeigen. Und dazu muss man sagen, allein aus diesen Bildern kann man noch wirklich keine hundertprozentigen Schlüsse ziehen, weil an den Grenzen sind immer, also sehr oft Schlangen, was völlig unterschiedliche Gründe hat. Langsame Abfertigung oder was weiß ich. Dazu kommt natürlich, das halte ich also für einen starken psychologischen Faktor. Ich meine, die Russen sind in ihrer Mehrheit absolute Patrioten, beteiligen sich gern am Marsch des unsterblichen Regiments am 9. Mai und stehen hinter Putin, sagen auch alle Umfragen. Aber es war nach meines Wissens die erste Mobilisierung seit 1941, also seit dem Beginn des großen Vaterländischen Krieges, wie er in Russland heißt, oder aus deutscher Sprechweise nach dem Überfall der deutschen Wehrmacht auf Russland. Und natürlich, wenn man dann die Waffe in die Hand nehmen soll und praktisch an der Grenze, an der Front auf Ukrainer schießen soll, die praktisch ja oft einfach Proletarier sind, sind sicherlich auch viele Nazis darunter, aber nicht alle, dann kann ich mir schon vorstellen, dass man da Hemmungen hat. Dazu kommt, dass so eine Großaktion, 300.000 Menschen werden mobilisiert, das ist für die russischen Organe eine Riesenaufgabe. Die ist nicht trainiert, die ist nicht richtig geübt. Also da fängt man sozusagen bei Null an, habe ich das Gefühl. Und da ist wohl einiges schiefgelaufen. Also gab ja sehr viele Meldungen darüber, dass Menschen eingezogen wurden, die eigentlich hätten gar nicht eingezogen werden dürfen, aus verschiedensten Gründen, gesundheitlichen Gründen oder beruflich, weil sie unabdingbar sind. Oder irgendwelchen familiären Gründen. Und als das dann auch hochkochte, hat Wladimir Putin sich eingeschaltet, wie er das eher oft macht, wenn es solche Proteste gibt in der Bevölkerung, und hat die staatlichen Organe angewiesen, also das hier streng nach den Vorgaben abzuwickeln. Und es gab jetzt auch schon Gerichtsurteile von Menschen, die vor Gericht eben durchgekriegt haben, dass sie nicht einberufen werden. Also inwieweit Putins Warnruf da wirklich befolgt wird, kann ich jetzt nicht sagen, aber zumindest hat es den gegeben. Inwieweit die Frage eine Frage von Ulrich L. auch. Inwieweit ist die russische Rüstungsindustrie in der Lage, eine auf Jahre ausgelegte militärische Unterstützung der Ukraine durch den Westen, durch eigene Produktion zu neutralisieren? Also die Beantwortung dieser Frage ist sehr schwer. Also im Prinzip glaube ich, dass Russland dazu in der Lage ist, weil ich meine, das Land hat unbegrenzte Rohstoffe und es hat auch die Möglichkeit, über andere Länder sich noch Technologien zu besorgen, die es denn vielleicht in eigene, wie zum Beispiel bei diesen Kamikaze-Drohnen, also in eigene Waffen einzubauen. Generell hat Russland mit seinen Atomraketen natürlich immer noch dieses Drohpotenzial in der Hand. Aber ich meine, was sozusagen die Produktion von Panzern und Schützenpanzerwagen und so weiter angeht, glaube ich, dass Russland einiges aushalten kann, einiges noch produzieren kann. Wobei beim Westen weiß man ja auch nicht. Da habe ich auch gelesen, dass da auch schon Lücken auftreten, weil die Ukraine Unsummen verschlingt. Also das ist jetzt nicht nur ein russisches Problem, was den Nachschub betrifft. Eine Frage von Meinolf R. Er fragt im Chat, welche innerrussischen Entwicklungen in den vergangenen Jahren haben den Angriff des Putinismus auf die Ukraine befördert? Hinter dieser Frage steht offenbar die Annahme,
Putins Popularität sei im Sinken begriffen. Große Teile der herrschenden Klasse wendeten sich von Putin ab und da bleibe nur ein Krieg, um das russische Volk gegen einen äußeren Feind zusammenzuhalten. Für diese Meinung fehlen die Fakten, meine ich. Es gibt keinen einzigen russischen Oligarchen in Russland, der sich öffentlich oder verdeckt gegen das militärische Eingreifen in der Ukraine stellt. Wenn eine ehemalige Pop-Diva wie Alla Pugatschowa, deren Karriere als Sängerin vor 30 Jahren endete, oder der im westlichen Ausland lebende russische Rockmusiker Boris Grebenschikow sich heute vehement gegen den Einmarsch in der Ukraine aussprechen, so sind das Außenseiter in der russischen künstlerischen Intelligenz und kein Massenphänomen. Dass sich viele Russen der Einberufung entziehen wollten, ist zwar richtig, aber es war nicht die Mehrheit der Reservisten. Die Mehrheit hat sich zum Einsatz gemeldet. In mehreren Gebieten wurde die Mobilisierung bereits abgeschlossen. Das wurde gestern gemeldet oder vorgestern. Da gehört auch Moskau dazu. So, jetzt mache ich erstmal Schluss und warte auf eure Fragen oder Kommentare. Ja, da danke ich dir erstmal und dann bitte ich eure Meinung und eure Fragen. Ist jetzt der, also der Chat wird jetzt geöffnet. Ihr könnt also auch in den Chat schreiben oder euch per Handzeichen melden. Ich nehme an, dass das von euch alle wissen, wie das geht, unten bei Reaktion auf das Handzeichen tippen. Ja, Ulrich, du hast dich gemeldet. Du musst das Mikrofon anmachen, Ulrich. Ich will mich ganz kurz erklären. Also ich hatte Ulrich Elbe natürlich ich. Weil das Thema oder das Wort Chat fiel, also wir wollten ja vorher über E-Mail die Fragen einsammeln. Und da gab es leider eine sehr geringe Beteiligung von nur zwei Personen. Das nur so viel zur Erklärung. Aber ich werde jetzt, wer will, kann die Fragen, wie gesagt, in Chat jetzt stellen oder sich auch analog, wie ich es eben gemacht habe, sich zu Wort melden und wird dann von Helga aufgerufen. Ja, danke. So, gibt es weitere Fragen, Wortmeldungen? Wenn das jetzt nicht der Fall ist, dann... Doch, Isabel hat sich gemeldet. Ah ja, ja, Isabel und dann Marion. Okay, Isabel, du hast das Wort. Isabel, du musst das Mikro einschalten, ja. Ja, ich brauche einen Moment. Video kriege ich leider gerade irgendwie nicht an. Ich weiß nicht warum. Hallo, schönen Abend. Vielen Dank, dass Sie da sind. Ich mache mir Gedanken natürlich, was wir hier tun können bei dem allgemeinen Trend der Feindbildgenerierung gegen Russland, weil hier auch schon zu Lande russische oder russischstämmige Mitbürgerinnen, Freunde diskriminiert werden. Aber vor allem finde ich es auch brenzliger noch fast als im Kalten Krieg, da auch damals auch auf NATO-Ebene oder offizieller Ebene viel mehr Dialogkanäle waren als jetzt. Von daher also die Frage, wie können wir denn trotzdem schauen, dass wir auf zivilgesellschaftlicher Ebene Dialogkanäle schaffen bzw. offenhalten, die schon da sind. Sag das auch mit dem Hinblick, ich bin auch Alumni vom Deutsch-Russischen Forum, wir haben auch neulich zusammengesessen und selbst das hat es sehr, sehr schwer, überhaupt noch irgendwie Arbeit fortzusetzen. Gerade offizielle Finanzierung bricht natürlich ab, auch die Rosa-Luxemburg-Stiftung musste ja ihr Büro in Moskau schließen, also die ganzen institutionellen Möglichkeiten für Dialog sind weg. Wie können wir das auf zivilgesellschaftlicher Ebene hier vielleicht hinkriegen? Hey, willst du gleich antworten, Ulrich, oder wollen wir noch die zweite Frage nehmen? Also ich fühle mich da ehrlich gesagt nicht so richtig zuständig. Also, weil ich praktisch, ich habe also keine Erfahrung in dieser Brückenbildung. Also was ich praktisch mache, ist eigentlich nur schreiben und Zeitungen suchen, die meine Beiträge veröffentlichen oder andere Medien. Und also ich erinnere mich nur, wir hatten 2018 in einem Nebengebäude des Bundestages eine Ukraine-Konferenz organisiert von der Partei Die Linke. Und da saßen sehr viele deutsch-russische Initiativen und da hatte ich den Vorschlag gemacht, also
Es war eine Konferenz zu Menschenrechten in der Ukraine, sehr gute Konferenz. Da hatte ich einen Vorschlag gemacht, dass man wir uns zusammensetzen müssen, also alle Russland-Initiativen in Deutschland. Und da haben alle geklatscht, und aber danach hat mich niemand angesprochen. Und also jetzt ist die Situation sozusagen über uns gekommen, dass sozusagen alles zusammengebrochen ist, dass viele Menschen sich zurückgezogen haben, überhaupt die früher auch in den Medien gesprochen haben über Russland, also versucht haben, diese Brücke aufrechtzuerhalten, haben sich zurückgezogen oder sind einfach nicht mehr zu sehen, also wo sie eigentlich noch auftreten können, bei Facebook zumindest. Also bin ich etwas ratlos. Es fehlen da, glaube ich, irgendwie so die, sag ich mal, Leute, die sozusagen die Trommel rühren und mal so ein bisschen Stimmung machen, dass man sich zusammensetzt. Okay, danke. Ja, es ist aber auch, Ulrich, es ist auch von russischer Seite ein bisschen schwierig, den Kontakt aufzunehmen. Also wir haben ja auch die Erfahrung gemacht, dass eben die Kontakte zu Saratow, die wir hatten, weil wir ja auf die Bildung einer Partnerschaft aus waren, von Leipzig aus, dass die eben jetzt auch für uns nicht mehr erreichbar sind. Also die ist auch von russischer Seite blockiert. Ich glaube, da wären eben auch Anstrengungen nötig, um da wieder irgendwelche Kanäle, vielleicht auch privater Natur, zu öffnen. Mhm. Marion? Danke. Erstmal guten Abend in die Runde. Ich wollte eigentlich nur wissen, gibt es irgendwelche wirklich konkreten Hinweise mit dem Atomkraftwerk, wer es beschießt? Weil hier heißt es ja immer, es kann nicht verifiziert werden. Aber irgendwie verbietet es einem die Logik, dass die Russen sich selber beschießen. Gibt es da irgendwelche Informationen? Konkrete? Also die habe ich jetzt da, auf diesen Punkt habe ich mich jetzt nicht speziell vorbereitet. Also ich bin sicher, dass wenn man jetzt die russischen Materialien mal durchforstet, also RIA Novosti und TASS und wichtige russische Moskauer Zeitungen, da wird man einiges finden, wo das bewiesen wird. Also aber wie gesagt, ich habe das nicht, also auch ich bin der Meinung, dass es absolut keinen Sinn ergibt. Also Russland wird sich nicht an so einem Verbrechen beteiligen, also dass man sozusagen Europa gefährdet durch atomare Vergiftung. Und also gut, um den Menschen das zu beweisen, müsste man einfach Fakten sammeln und die mal komprimiert veröffentlichen. Also das wäre gut, wenn das mal jemand macht. Also ich bin sicher, dass das kein Problem ist, diese Fakten zusammenzustellen. Und ich meine, auch diese Vertreter der Internationalen Atomenergiebehörde, die waren ja auch vor Ort, und da einiges haben die ja wohl auch gesehen, dass man deren Materialien auch mal auswertet. Das müsste mal jemand machen. Ja, aber wo findet man deren Material? Das wird ja nicht öffentlich gemacht, oder? Naja, es gab ja Pressekonferenzen von diesem Leiter dieser Organisation, der jetzt auch in Kiew gerade war und ich glaube sogar bei Putin gesessen hat. Also das muss man einfach mal auswerten, was er da gesagt hat. Also der hatte natürlich keine Schuldzuweisung gemacht, weder an die eine noch an die andere Seite. Aber ich meine, allein die Tatsache, dass Kiew ihm erst behindern wollte, überhaupt zum Atomkraftwerk zu fahren, spricht ja auch schon für sich. Also auch zur Auswertung würde auch gehören, dass man die ukrainischen Medien auswertet, wie die diesen Besuch begleitet haben. Das ist auch eine Sache, die absolut vernachlässigt wird, also von deutschen Medienmitwirkenden, sag ich mal. Also weil da gibt es natürlich auch viel Schmutz, der dann da, also der öffentlich wird, weil ich meine, wie kann man den Vertreter dieser Organisation behindern, dieses AKW zu besuchen? Das ist eigentlich ein Unding. Ne? Gut. Danke. Ich würde jetzt noch Dieter das Wort geben und dann Ulrich, vielleicht du aus dem Chat was fragst. Ja, aber erstmal Dieter noch.
Ja, also ich denke, hier in der Bevölkerung ist die größte Angst, dass das Ganze zu einem Atomkrieg eskalieren kann. Zuerst mit taktischen Waffen oder so. Und dazu dann meine Frage, wie, wenn die Ukraine jetzt von uns so hochgerüstet wird und dann ganz mutig wird und diese Gebiete, die jetzt zu Russland gehörig abgestimmt wurden, wieder zurückerobert. Wie groß ist da die Chance, wie groß siehst du da die Chance, dass dann im schlimmsten Fall taktische Atomwaffen eingesetzt würden? Also ich glaube nicht, dass Russland gegen die Ukraine, gegen den ukrainischen Angriff auf Cherson oder taktische Atomwaffen einsetzt. Ich kann mir nur das vorstellen, also wenn der Westen mal sagen, irgendeinen Schritt macht, der über das hinausgeht, was zurzeit an Hilfe geleistet wird für die Ukraine. Also ich meine, anders kann ich mir es mir nicht vorstellen. Das heißt, diesen Abnutzungskrieg, wie er jetzt läuft, den kann Russland noch lange aushalten, glaube ich. Die Ukraine, glaube ich, weniger lang, weil sie weniger Menschen hat, die sie mobilisieren kann. Russland hat ein Potenzial, glaube ich, von 20 Millionen insgesamt. Und also Russland wird natürlich, es gibt keinen Grund für Russland, also Atomwaffen einfach so einzusetzen. Also das macht man nur, wenn es wirklich also keinen anderen Ausweg gibt. Aber Russland hat noch viele andere Möglichkeiten, militärisch gesehen. Hey Ulrich, hast du was im Chat noch? Du hast das Mikro nicht an, Ulrich. Ich habe einige drei Fragen aus dem Chat. Ich habe aber noch eine Erklärung von Isabel. Die kannst du vielleicht selber nochmal untermauern oder durch einen Link geben. Letztendlich, die UN hätte schon Beweise, dass es praktisch Nuklearterrorismus von ukrainischer Seite ist. Sprich, die Angriffe auf das Atomkraftwerk. Isabel, kannst du dich da was zu sagen? Ach so, ja, wir hatten gerade auch Sitzung vom Gesprächskreis der Rosa-Luxemburg-Stiftung. Da haben wir auch einiges diskutiert. Und da wurde das halt gesagt, es ist nicht veröffentlicht, aber eben die Kommission hat eben diese Beweise gefunden, dass, wie gesagt, es praktisch Nuklearterrorismus ist von der ukrainischen Seite. Zu der Frage. Gut, danke. Dann habe ich eine Frage von Gudrun. Worin geht es im Ukraine-Krieg noch? Also Stichworte wirtschaftliche Interessen, West versus Ost, unipolare Weltordnung versus multipolare Weltordnung, Blockbildung, WF, NATO, BRICS etc. Vielleicht erstmal noch eine weitere Frage in Richtung Rolle Michail Gorbatschow. Hat sich Michail Gorbatschow noch zu dem der Spezialoperation geäußert oder war schon zu krank? Also ich beantworte jetzt mal, was ich weiß. Also Gorbatschow hat sich in den letzten 6 Jahren wenig zu dem Konflikt geäußert, aber er hat nach der Krim-Vereinigung mit Russland hat er das begrüßt. Zur Spezialoperation ist mir nichts bekannt. Ich glaube, da hat er nichts gesagt. Worum geht es in der Ukraine? Also aus meiner Sicht geht es in diesem kriegerischen Konflikt. Worum geht es? Also es geht darum, dass Russland einfach sich so bedroht fühlt von der NATO, dass es eben keinen anderen Ausweg mehr sieht, eben als eben die Volksrepublik anzuerkennen. Diese zwei weiteren Gebiete auch noch einzugemeinden und jetzt sogar eben auch die Ukraine massiv anzugreifen, und zwar mit dem Ziel, eben das Leben ja unerträglich zu machen, aber nicht Menschen zu vernichten, sondern einfach nur die wirtschaftliche, also die Infrastruktur so aus dem Gleichgewicht zu bringen, dass praktisch Kiew einlenken muss. Das sehe ich dahinter, und also diese Absicht ist irgendwie logisch, und
Worum geht es noch im Ukraine-Krieg? Also, ich meine, es gibt lange Pläne der USA. Es gibt ja dieses Zitat von dem Brzezinski, der gesagt hat, also wer Eurasien, das Herzland Eurasien beherrschen will, muss Russland die Ukraine entreißen. Und das bewahrheitet sich ja jetzt erschreckend, dass praktisch die USA mit Unterstützung aus Brüssel und Berlin und London die Ukraine so lange mit Waffen beliefern wollen, wie die Ukraine wieder territorial wiederhergestellt ist in den Grenzen von 2014. Und das ist ja auch ein Zeichen dafür, dass der Westen praktisch selbst in einer Krise ist, vermutlich in einer kapitalistischen Krise, und diese Krise einfach mit Krieg lösen will und sich eben vorgenommen hat, also Russland zu zerstückeln, Russland zu zerteilen oder Russland so zu schwächen, dass wieder ein Präsident an die Macht kommt, wie Boris Jelzin, ein schwacher Präsident, der den westlichen großen Konzern, also den Zugriff auf die russischen Rohstoffe ermöglicht. Und das ist das, was dahinter steckt, hinter dieser ganzen Zuspitzung. Und also meiner Ansicht nach wäre jetzt nicht Putin am Zug, sondern jetzt wäre eigentlich die Öffentlichkeit im Westen wäre jetzt am Zug, die ihre Regierung zwingen muss, den Wegweiser wieder Richtung Diplomatie zu stellen, weil alles andere würde eben tatsächlich zum Atomkrieg führen. Also nicht jetzt, dass die USA den Atomkrieg jetzt unbedingt wollen, sondern dass der Atomkrieg könnte entstehen eben durch eine zufällige Verkettung unglücklicher Umstände, dass man bestimmte Signale falsch einschätzt. Und das ist, glaube ich, die größte Gefahr. Ich kann hier jetzt noch eine Frage nachschieben, die eigentlich zu diesem geopolitischen Thema gut passt. Und zwar Martin fragt, eine Zurückhaltung von China im Konflikt Russland und Ukraine scheint es zu geben. Gibt es hier nähere Informationen, insbesondere auf dem militärischen Gebiet? Ich vermute mal auch die Frage, inwieweit gibt es militärische Unterstützung von Seiten Chinas? Richtig. Also militärische Unterstützung gibt es meines Wissens nicht. Was es gibt, sind einfach, mal sagen, Russland und China sind in verschiedenen eurasischen Verbänden zusammen organisiert, also in der Shanghai Cooperation Organisation, in der BRICS, und machen auch zusammen Militärübungen regelmäßig mit anderen eurasischen Ländern. Also da gibt es gibt es eine gewisse Kooperation, aber eine militärtechnische Unterstützung hat Russland, glaube ich, auch nicht nötig. Also es könnte natürlich sein, da weiß ich aber nichts drüber, dass Russland aus China Mikroprozessoren bekommt, aber das ist nur eine Vermutung. Die braucht es nämlich, weil es die eigene Mikroprozessorenproduktion in Russland ist sehr schwach entwickelt, und da ist Russland von ausländischen Lieferungen abhängig. So, ich hätte dann noch eine Frage, bevor wir dann in der Reihenfolge hier weitergehen. Sind im Donbass nennenswert Russen faktisch angesiedelt worden, eingewandert nach dem Angriff? Das wird, ich habe es noch nicht gehört, das wird wohl im Westen behauptet, sodass diese Abstimmung dadurch wahrscheinlich auch beeinflusst wurde als Begründung für dieses Ergebnis. Na, also das ist also wirklich irreal. Ich war jetzt zweimal in Donetsk, jeweils für 3 Wochen. Und also das ist praktisch, da ist ständig Artilleriefeuer zu hören, mitten in der Stadt. Und ständig schlagen in der Stadt Raketen ein oder Granaten, töten Menschen, jeden Tag 2-3 Leute. Oder Verletzungen, also mehrere Verletzungen. Es werden Minen abgeworfen, die aussehen wie Blätter. Die reißen den Menschen die Füße ab. Also dass da jemand
Stimmvolk sozusagen angesiedelt wird, ist völlig ausgeschlossen, weil es auch gar nicht so viel Wohnraum dafür gibt. Und also es ist auch einfach nicht nötig. Also ich meine, ich habe beim Referendum habe ich die Menschen gefragt, auf der Straße, vor Geschäften, beim Abstimmen über mobile Urnen in Wahllokalen am 27. September und habe ein völlig eindeutiges Bild bekommen, dass die Menschen, das waren alles Leute aus der Stadt, habe ein eindeutiges Bild bekommen, dass die Menschen einfach hoffen, dass durch dieses Referendum der Krieg beendet wird und dass sie gesichert werden, dass sie eine sichere soziale Versorgung bekommen. Und es gab also ein paar Leute, die sich so zurückhaltend geäußert haben, die haben gesagt, ja, es gibt ja keinen anderen Weg. Oder einen habe ich getroffen, der war richtig sauer, der hat also praktisch schon eine Kiewer Position vertreten, dass Russland das alles angezettelt hat und so weiter. Die Krieg ist ja Russlands Schuld. Also, und natürlich in einem Kriegsgebiet eine Straßenumfrage zu machen, ist fast unmöglich. Also ich habe das wirklich versucht und alles Mögliche mit den Leuten ins Gespräch zu kommen. Und es gab eigentlich, fast alle haben eben gesagt, sie sind für die Vereinigung mit Russland. Und bei ein paar Leuten hatte ich den Eindruck, dass sie ohne Begeisterung sind oder bei einem, wie gesagt, sogar dagegen. Aber das ist völlig normal, denke ich mal. Selbst in Russland, habe ich ja auch am Anfang schon erzählt, gibt es auch unterschiedliche Meinungen zum Krieg in der Ukraine. Gut, danke. Mein Vorschlag wäre, dass wir jetzt zu diesem Thema noch die beiden Wortmeldungen nehmen von Helmut und Isabel und dann fortsetzen in der vorgesehenen Gliederung und dann erstmal wieder den Chat schließen. Und eine Frage habe ich noch, die schiebe ich aber dann noch nach. Ulrich? Oh, also das Gleiche wollte ich eigentlich auch sagen, Ulrich. Danke. Ja. Also jetzt ist praktisch Helmut Kees, der hat sich schon sehr lange gemeldet und dann noch Isabel und dann geben wir erstmal dir wieder das Wort, Ulrich. In dem Chat steht, dass der Matthias Koch sich mehrmals gemeldet hat und dann rausgeflogen ist. Also den vielleicht dann auch nochmal rannehmen. Mhm. Und der Martin Schülke, genauso scheinbar. Ja, aber vielleicht, wir haben ja noch zwei Komplexe und vielleicht können wir die Fragen dann, die gehen ja jetzt sowieso ineinander über, dass wir jetzt erstmal wieder einen Vortrag machen und dann ein Stückchen weiterkommen und dann die Fragen gestellt werden. Sonst schaffen wir das nicht. Also Helmut, du bist dran. Ja, also ich bin Helmut Kess, bin ein Arzt in der IPPNW, bin berentet sozusagen mit 76, arbeite schon lange nicht mehr. Der Krieg ist ja eigentlich ein Krieg im Interesse der USA, der ist ja nicht im Interesse Europas. Es ist ja eigentlich krank, dass die Europäer da mitmachen. Die schaden sich ja furchtbar selber. Und es besteht ja, wie gesagt wurde, jetzt auch völlig zu Recht die Gefahr eines Atomkrieges, wobei ich jetzt besonders beunruhigt bin, wenn ich dann sehe, dass die Russen nachgeben, dass die Russen sozusagen zum Teil Cherson jetzt angeblich geräumt wird oder was weiß ich, dann habe ich eben Sorge, dass die Russen irgendwie durch die Waffenlieferungen, die NATO hat ja 20 mal so viel Geld, gibt ja 20 mal so viel Geld für Waffen aus wie die Russen. Und von daher, und diese Waffen werden jetzt in die Ukraine gestopft. Und und die Ukraine wurde schon aufgerüstet, schon 8 Jahre lang. Also von daher bin ich so ein bisschen unsicher, ob nicht die Russen jetzt so langsam da doch in Schwierigkeiten kommen. Und dann habe ich Sorge, dass sie dann plötzlich zu taktischen Atombomben greifen, um eben sozusagen den Krieg gegen die Ukraine zu gewinnen. Und dann ist halt die Frage, ob dann die NATO irgendwie eingreift und ob dann die Welt untergeht. Das wäre jetzt die Gefahr, die ich sehe. Und gut, wie gesagt, der Wahnsinn unserer Politik ist eben auch, wir haben ja einen Bundeskanzler, der durch Korruptionsvorwürfe stark geschwächt ist. Der hat ja nun mal 90 Millionen Euro der Warburg Bank zukommen lassen, von denen sie 45 Millionen dann zurückzahlen mussten, aber fast die 90 Millionen hätte nicht zurückzahlen müssen wegen und so weiter. Also es waren, und da weiß die USA natürlich viel mehr. Die haben ja dieses
Absaugeprinzip der ganzen, alle Handys werden ja sozusagen von den Leuten kontrolliert. Und von daher wissen wir gar nicht, ob nicht der Bundeskanzler auch erpresst wird, ob die nicht sagen, ja, also lieber Bundeskanzler, du musst da, tu mal was gegen die bösen Russen, sonst erzählen wir mal irgendwie und so weiter. Das wäre also eine Gefahr, die bei allen Politikern und allen Menschen in der ganzen Welt sozusagen besteht. Denn die NASA, die saugt diese Informationen auf, vermutlich um Möglichkeiten zu haben für Erpressung. Okay, ich werde übrigens auch noch mal irgendwas dann über den Aufstehverteiler, über den Basisverteiler. Ich bin da immer eifrig dabei und versuche, die Menschheit zu erhalten. Okay, das war ich. Ja, dann schick das bitte an dialog@aufstehen.de, schreib das mal in den Chat. Oder Christine, schreibst du es mal wieder rein. Isabel, ich habe den Chat jetzt wieder zugemacht gehabt. Ne? Aber Christine kann das dann ja reinschreiben. Isabel, dir gebe ich jetzt das Wort. Dankeschön. Ich bin mir gar nicht so sicher, meine Frage jetzt in den Komplex passt, aber ich weiß noch nicht, wo sie sonst hinpasst. Ich wollte nur fragen, es gibt so vage Anzeichen, vielleicht sogar ein bisschen mehr, dass Kasachstan, also oder was wissen Sie über die Entwicklung in Kasachstan, dass da eventuell forciert wird, einen ähnlichen Konfliktherd nochmal aufzumachen wie in der Ukraine, eben auch nochmal, um Russland weiter zu destabilisieren? Kannst du dazu sagen, oder? Ja, also ich... Der Konflikt, es gab ja einen Konflikt, ich glaube vor einem Jahr war das, also diese merkwürdige Revolution, die es da gab, also was sehr stark aussah nach inszenierten Versuch, also die Macht da zu stürzen. Und dann hat Russland ja da Truppen hingeschickt, die aber nicht eingegriffen haben, sondern die waren praktisch nur so praktisch demonstrativ, haben die gezeigt, dass sie da sind. Und also ich meine, Kasachstan ist historisch gesehen, da gibt es zwar auch, es gibt auch kasachischen Nationalismus, aber gar nicht in dem Maße wie in der Ukraine. Also Kasachstan ist die russische Sprache, wird gesprochen und Kasachstan war bei der Auflösung der Sowjetunion der Staat, der neben Weißrussland am engsten, also an Russlands Seite stand und die GUS dann aufgebaut hat. Und Kasachstan ist auch Tagungsort von vielen internationalen Konferenzen, jetzt auch, wo Russland beteiligt ist. Also auf die kasachische Elite da sehe ich also keine ernsthafte Gefahr zurzeit, also für irgendwelche feindlichen Regungen gegenüber Russland. Im Gegenteil, also ich meine, die haben ja Russland sozusagen zu verdanken, dass sie weiter im Amt sind und also auch, weil Russland da eben Präsenz gezeigt hat. Natürlich kann man das nicht ausschließen, die USA sind ständig am Wirken, also im gesamten zentralasiatischen Raum, bei jeder, jetzt haben sie sich zum Beispiel, habe ich gelesen, in den Grenzkonflikt zwischen Tadschikistan und Kirgisistan haben sie sich so eingeschaltet und wollen da irgendwas regulieren. Also die nutzen jede Möglichkeit, sich einzumischen und zu Russlands Schaden irgendwas zu machen. Aber da kann ich eben auch nicht mehr sagen jetzt. Zu der Frage davor von dem Kollegen Helmut. Russland, könnte es sein, dass Russland so eine Panik bekommt, also wenn jetzt Cherson sozusagen abgetreten werden muss an die Ukrainer. Also erstmal ist es so, dass die Cherson, also die offizielle Meldung von den Militärkorrespondenten ist, dass die Stadt zur Festung ausgebaut werden soll und die Zivilisten evakuiert werden sollen. Das hört sich eher nach Verteidigung an und nicht nach Aufgabe. Also ich sehe auch nicht diese Panik also in der russischen Führung. Also zum Beispiel vor einigen Tagen hat ja Erdogan und Putin haben gesprochen über die Einrichtung eines Gashubs in der Türkei, über den dann Südosteuropa mit russischem Gas versorgt werden soll.
Also praktisch wird die Abkoppelung Europas und des Westens vom russischen Gas wird durch Erdogans Hilfe sozusagen unterlaufen. Und ich meine, das ist auch ein grandioser Schachzug von Putin, meiner Ansicht nach. Und also selbst wenn es nicht klappen sollte, wird noch deutlicher, dass der Westen alles versucht, um Russland zu schaden, zum Schaden Europas. Aber meiner Ansicht nach wird es klappen, weil ich meine, dass die Türkei von Erdogan repräsentiert, hat zugesagt und sie haben, glaube ich, sogar schon angefangen, also mit den Bautätigkeiten und das Gelände irgendwie zu erkunden. Und also es ist auch generell so, dass Russland bei vielen anderen Ländern auch Unterstützung hat und im internationalen Rahmen in Lateinamerika und in Afrika gibt es Kontakte. Also es ist nicht so, dass Russland nun Grund hat, also völlig angstvoll also zu sein und dann nur noch in einer Panikredaktion die Atombombe rausholt. Das halte ich also für völlig, dass diese Vermutung hat keine Grundlage. Okay, dann danke ich dir und würde dich bitten, dass du dann zu deinem zweiten Komplex kommst. Oder? Mhm. Ja, ich wollte noch kurz was sagen zu den Auswirkungen der Sanktionen. Also hier hat Ulrich L. fragt im Chat, welche Auswirkungen gibt es durch die Sanktionspolitik auf das normale Leben und die Wirtschaft? Also die Auswirkungen sind schon ziemlich heftig, aber die Inflation konnte von 19% im März auf 15% heute gesenkt werden. Der Benzinpreis liegt bei 80 Cent, also relativ gut eigentlich, also stabil auch. Allerdings haben sich die Importwaren um 30% verteuert. Also was weiß ich, ich habe mir gerade ein Fahrrad gekauft, also es ist praktisch, es kostet so viel wie wenn man das in Euro umrechnet, so viel wie vor einem Jahr, aber dadurch, dass der Rubel abgewertet wurde, 30% gegenüber dem Euro, ist es praktisch 30% teurer geworden. Und so ist es mit allen, mit Computern, mit vielen Klamotten und so weiter. Russland hat sehr viele Konsumgüter aus dem Westen, also vor allen Dingen in den Großstädten natürlich, wo das Einkommensniveau höher ist. Auch die parallelen Importe jetzt über Kasachstan, Armenien und andere Länder Asiens machen die Waren ebenfalls teurer. Generell habe ich den Eindruck, dass die Situation wirtschaftlich gesehen in Russland also nicht katastrophal ist. Also in meinem Wohnbezirk werden neue Wohnhäuser gebaut, riesige Hochhäuser. Die Autoproduktion geht weiter, allerdings wegen Mangel an bestimmten Details, also elektronischen Bauteilen, müssen sie auf bestimmte Sachen verzichten, also wie die eben eigentlich in Europa Norm sind. Aber die Autoproduktion geht weiter. Jetzt Lada zum Beispiel, berühmteste Marke. Die Energiepreise sind gestiegen. Dadurch konnte Russland seine Einnahmen über Asien-Exporte sichern. Der Gasexport nach Europa läuft zurzeit nur noch über die Transgas-Pipeline durch die Ukraine, trotz dem Krieg, und die Turkish Stream, die dann nach dem neuen Plan von Putin und Erdogan einen zweiten Strang bekommen soll. Und die Regierung plant also, die Zölle für den Export von Öl, Gas und Kohle zu erhöhen. Jetzt bin ich in den letzten Wochen bin ich viel durch Russland gefahren und war sehr erstaunt. Also die Landwirtschaft auf allen Feldern wird also normal gearbeitet. Es sieht alles ordentlich aus. Es sind große landwirtschaftliche Maschinen im Einsatz. Also man hat nicht den Eindruck, dass irgendwie eine große Krise herrscht. Also es gibt auch keine Versorgungslücken. Also natürlich in Donetsk zum Beispiel gibt es nicht regelmäßiges Wasser zum Waschen. Und es gibt auch Trinkwasser, wird mit Wagen aus Moskau rumgefahren an die Leute.
weil es aus den Leitungen kommt, kein Wasser mehr wegen dem militärischen Konflikt. Aber in Russland, also in dem Zentralrussland, gibt es diese Probleme mit Strom und Wasser wie in diesem Kriegsgebiet nicht und also auch mit keine Versorgungsengpässe. Also das hat sich bisher, hält sich das in Grenzen. Also so, nun kommt das letzte Kapitel Konfliktlösungsmöglichkeiten. Oder will dazu jemand noch was fragen zu dem wirtschaftlichen Teil? Gibt es dazu Fragen jetzt von euch speziell? Matthias, ich würde sagen, das wird deine Frage, ich habe es gesehen jetzt, Matthias Koch, dass wir die dann mit am Ende versuchen zu beantworten. Wobei und das ja Martin, eher eine Frage an uns ist, an uns alle. Und Martin Schülke bitte nochmal dran nehmen. Martin Schülke, gut, okay. Aber erstmal jetzt, gibt es Fragen zu dieser, zu der wirtschaftlichen Seite? Also ich war ja im Sommer ungefähr 4 Wochen in Russland und habe das Land eigentlich vom Süden bis doch relativ Norden bereist. Und ich muss sagen, so für das tägliche Leben ist mir absolut kein Mangel aufgefallen. Ja, es ist für uns deutlich teurer geworden, also für Deutsche, weil eben der Kurs sich deutlich verändert hat und da kostet manches jetzt noch ganz schön viel mehr. Aber ich war also auch erstaunt, dass selbst in kleinen Orten, also zumindest die Lebensmittelproduktion und die Lebensmittelversorgung also voll läuft und dass vor allen Dingen sehr viele einheimische Produkte dort jetzt den Markt erobern. Das hat natürlich viele Vorteile, kurze Lieferketten und so weiter. Und wenn man übers Land fährt, dann und da, also mehrmals dort war in den Gegenden, wo ich jetzt war, dann sieht man, dass da eben auch große Gewächshäuser und sowas gebaut werden. Also da scheint sich doch zumindest auf diesem Gebiet, oder das scheint nicht nur so, da hat sich auf alle Fälle auf diesem Gebiet sehr viel entwickelt. Und ich persönlich muss sagen, Käse nehme ich nie wieder mit nach Russland, denn dort gibt es genauso guten oder besseren Käse als bei uns. Das nur mal so als kurzen Einschub von meiner Seite. Also wenn es jetzt keine weiteren Fragen, auch Ulrich, ja? Ulrich Leonhard? Mikro, Ulrich. Mikro. So, ich hatte hier noch eine Frage, die jetzt wahrscheinlich vor dem Thema noch günstig ist, von Knut. Und zwar die Frage nach Nord Stream 2, wie die ganze Situation in Russland gesehen wird. Wir hatten ja jetzt schon die Problematik der Gasleitung, aber eher die politische Frage wohl gemeint. Einmal das Veto und der Kampf der Amerikaner dagegen, die Aussetzung der Zertifizierung durch Scholz bis jetzt zu den Anschlägen auf die Pipeline. Wie wird diese ganze Geschichte in Russland bewertet? Russland meine ich also nicht nur die Regierung, sondern auch der normale Russe. Wenn kriegt er das überhaupt mit oder wie ist die Sache? Also doch, das da wurde sehr stark darüber berichtet in den Talkshows und im Fernsehen. Und also die Russen haben jahrelang, seit 2014, haben sie gehofft, dass sozusagen diese zweite Linie Nord Stream 2, dass sie in Betrieb geht und haben eigentlich gehofft, dass Deutschland sich dem Diktat der USA nicht unterwirft. Also jetzt sind sie enttäuscht und man merkt im Tonfall merkt man, dass also dass Russland immer noch ja jetzt es gibt sozusagen so einen zweigleisigen Tonfall. Also Putin tritt auf am 30. September im Kreml, hält eine Rede über die Vereinigung mit den neuen Gebieten und sagt dann so zu diesem Zersprengung der Nord Stream 2, sagt er, das war ja klar, wer das war. Also sagt, glaube ich, nicht USA, weil das also macht so ganz starke Andeutung, dass es völlig klar ist, dass die USA waren. Und also wird sehr scharfe Worte, sowieso diese Rede vom 30. sollte man sich nochmal durchlesen oder anhören, wer es noch nicht gemacht hat, weil Putin dort eben einen ganz neuen Ton anschlägt. Also er stellt Russland sozusagen da als Macht, die sozusagen traditionell immer auf Seiten der Unterdrückten stand, unterdrückt von Kolonisatoren des Westens, die
andere Länder aussaugen wollen von ihren Rohstoffen, die Rohstoffe bekommen wollen und anderen Ländern ihre westlichen Werte aufdrücken wollen. Also das war, die Rede war sehr, sehr scharf und sehr ungewöhnlich, weil Russland eigentlich bisher immer noch, mal sagen, doch zurückhaltend war, insbesondere gegenüber Deutschland. Also der Ton gegenüber Deutschland ist immer, unterscheidet sich immer noch deutlich von dem gegenüber den USA. Also selbst wenn Olaf Scholz diese Waffenlieferung absegnet und so weiter. Und die Tatsache, dass die Deutschen nicht das öffentlich aufklären wollen, was da genau unter dem Wasser, wer das da gesprengt hat und so weiter. Da mischt sich Russland nicht so richtig ein. Also das wird nicht von Russland nicht richtig angeklagt. Angeklagt wird einfach nur die USA. Obwohl, ich meine, es gab schon, Scholz und Baerbock sind schon also extrem jetzt, werden auch zunehmend kritisiert und auch teilweise ins, was weiß ich, humoristisch verarbeitet, lächerlich gemacht und so weiter. Also das ist aber mehr in den Talkshows so. Generell ist es so, dass die Russen nach meinem Gefühl her nach wie vor, also immer wenn ich reise, merke ich als Deutscher, ich werde hier gut empfangen. Also auch wenn ich den Mund gar nicht aufmache, also nichts Politisches sage, also Deutschland ist trotz allem, oder die Deutschen als Volk sind trotz allem eine große Hoffnung der Russen, dass sie irgendwann sich befreien, also dass Deutschland sich irgendwann befreit aus der Vormundschaft der USA. Gut, da würde ich jetzt noch den Martin Schölker fragen, wobei ich die Hand nicht gesehen habe, aber Martin, möchtest du was fragen, was sagen? Ich sehe ihn jetzt hier nicht in meiner Übersicht. Martin Schölker, hörst du mich? Gut, wenn das jetzt nicht der Fall ist, würde ich dem Peter noch das Wort geben, Peter Sauer. Ja. Ja, da das gerade angesprochen wurde, auch mit, wenn Russland unterstützt hat und so weiter, da war heute sehr interessant die Diskussion im Bundestag, wo sich der Deutsche Bundestag damit beschäftigt, den Einfluss Russlands in Afrika, auf dem afrikanischen Kontinent, dem entgegenzuwirken. Und das ist ja die andere Seite von diesem Krieg, der ja im Mittelpunkt der Medien steht. Man muss auch mal gucken, was so im Hintergrund passiert, woran Russland arbeitet, mit wem und Verträge geschlossen waren. Das wurde ja heute schon mal gesagt. Die arbeiten ganz kräftig an dieser multipolaren Weltordnung. Und dieser Krieg ist ja im Prinzip, muss man so sagen, ist eigentlich der Krieg Amerikas gegen Russland. Ja, also das ist eine Geschichte, die ist schon über 100 Jahre alt. Die wollen verhindern, dass Europa und Russland sich einig sind, denn dann entsteht eine Macht, vor der die Amis dann doch, ich sage mal, Fracksausen haben, und da es den Amis ja momentan auch nicht so gut geht. Die sehen schon, dass hier sich die Weltordnung ändert und dass Russland dort in, sagen wir mal, eine treibende Kraft ist, und das wollen die verhindern. Und da ist ihr Mittel halt diese Ukraine, dieser Konflikt. Und wie gesagt, das ist halt. Und ja, warum Deutschland dort immer mitmischt in Europa, das ist eben nicht zu verstehen, denn wir schaden uns eigentlich nur selber. Denn ich denke, es geht eher uns und der NATO das militärische Gut aus als den Russen sozusagen. Da hört man ja auch und liest man auch vieles. Und naja, ja, es ist, wie gesagt, es ist eine Neuordnung der Welt, und der versuchen sich eben die USA und die NATO entgegenzustellen, weil eben viele Länder, viele Völker erkannt haben, dass sie auch alleine, also dass sie sich von dem gerade Einfluss der USA eben doch lösen wollen. Und naja, und das sind alles so Gründe. Und es gibt ja die Pläne, wie man Russland zerschlagen will und dann aufteilen will in wie viel Regionen, und die dann alle autonom, und dass dort ja keine Kraft mehr ist, die entgegensteht. Ja, und wie gesagt, Europa und gerade Deutschland verspielt hier eine ganz große Chance, was die Entwicklung betrifft. Also das ist ja, was jetzt passiert, erst der Anfang. Und Russland orientiert sich nach der anderen Seite. Für die ist Europa im Prinzip mehr oder weniger gestorben. Und da wächst ein anderer Machtblock sozusagen im Schatten dieses
Krieges sozusagen, ja, also ja, bloß mal so ganz kurz. Okay, danke, ich wollte noch eine Bemerkung. Martin hat gerade im Chat geschrieben, er hat Probleme, er fliegt immer raus, wenn er das Mikro anmacht. Ja, ich habe es gerade auch gelesen. Mal anmachen? Ja, also Mikro kann ich jetzt anmachen. Ja. Ja, hört ihr mich? Aha. Ja, ich hatte dich ja schon aufgerufen. Also, wenn ich auf Reaktion gehe und HT mache, fliege ich sofort raus, weiß nicht, woran das liegt. Egal. Du hast das Wort. Ja, also erste Frage wäre, China ist ja, achso, das wurde beantwortet mit China. Der Verbündete ist aber auf militärischem Gebiet keine Zusammenarbeit in der Beziehung ist, sondern mehr auf Manöverbasis und so weiter. Für mich ist aber die nächste Frage, die eigentlich für mich auch eine gefährliche ist, und zwar besteht die darin, dass die USA nach wie vor daran glauben, dass sie einen atomaren Krieg gewinnen können. Die wird ja in den USA nicht in Frage gestellt. Und die ganzen Vorbereitungen dazu, wenn man mal anguckt, wie die Raketen stationiert haben in Polen und Umgebung und jetzt auch in den in Lettland, Estland und so immer wieder massiver versuchen, mehr Militär da reinzubringen. Und jetzt die Ukraine, die ja die größte Grenze hat zu Russland und auch ziemlich unübersichtlich. Und der Zelensky hatte ja in dem letzten Münchner Sicherheitskonferenz eindeutig erklärt, er würde, wenn keine Einigung ist mit der Krim, darauf bestehen, dass er auch Atomwaffen erhält. Diese Frage und diese Drohung wurde von den NATO-Staaten nicht verneint. Das darf man nie vergessen. Und das ist jetzt meine Frage. Die Ukraine spielt ja nicht nur hinsichtlich von Rohstoffen eine große Rolle, sondern auch militärisch. Meine Sichtweite falsch? Ja, hast du die Frage verstanden, Ulrich? Ja. Gut. Ich meine, die Ukrainer, die basteln schon seit 8 Jahren an Waffen. Also angefangen von kleinen lenkbaren Drohnen bis hin zu Panzern, die sie irgendwie, sowjetische Panzer, die sie modernisieren oder mit bestimmten Zusatzgerät ausstatten. Aber das ist eigentlich alles, was die Ukrainer da machen. Also sie haben ja die Bayraktar-Drohnen aus der Türkei gekauft und dann haben sie auch angefangen, sie selbst, glaube ich, zu produzieren. Aber die sind, glaube ich, die Bayraktar-Drohnen hat Russland alle abgeschossen. Also soweit ich weiß, ist da nichts mehr von über. Aber was Russland natürlich machen kann und was auch Nationalisten seit Jahren schon fordern an der Ukraine, eben theoretisch wäre das möglich, also eine dreckige Atombombe zu machen, zu produzieren. Also Atomkraftwerke gibt es ja reichlich in der Ukraine mit Atommüll und daraus lässt sich vermutlich eine dreckige Atombombe bauen. Und eine andere Möglichkeit wäre, dass die Ukraine sich über den Schwarzmarkt irgendwelche atomaren Materialien beschafft. Und das kann man nicht ausschließen. Also ich meine, die USA scheinen das nicht so richtig zu kontrollieren. Also man sieht ja auch, die Ukraine verkauft ja sogar Waffen auf dem Schwarzmarkt dann und macht damit Geld irgendwo auf dem Weltmarkt. Also Waffen, die eigentlich sie einsetzen sollen. Darüber gibt es ja auch schon viele Berichte. Also die ukrainische Führung ist absolut unberechenbar, meiner Ansicht nach. Und man kann aber davon ausgehen, dass sie von den USA kontrolliert werden. Aber ob die Kontrolle wirklich so weit geht, dass sie auch eine dreckige Atombombe verhindern kann, das ist die große Frage. Ich meine, der Beschuss der Krimbrücke zeigt ja schon, dass die Ukraine mit gezielten Schweinereien, sag ich mal, also doch empfindlich und symbolisch also Schläge machen kann. Und also dieser Führung ist also alles zuzutrauen, weil sie eben letzten Endes sehen, dass sie mit einem militärischen Sieg wird das bei denen meiner Ansicht nach nichts. Und aus diesem Grunde sind sie eben, gerade die Ukraine, die sind in der Lage, eben Verbrechen zu begehen, also wie eben den Beschuss der Krimbrücke und möglicherweise auch eben so eine
dreckige Atomwaffe, die von ukrainischen Nationalisten schon ins Gespräch gebracht wurde. Nachfrage gestattet? Ja. Es geht mir eigentlich mehr um die Rolle der USA, da auch Deutschland. Jetzt ist ja neuerdings, gestern oder vorgestern kam ja die Meldung, dass die Bundesrepublik Deutschland ja 15.000 Soldaten, ukrainische Soldaten ausbilden will, innerhalb von 2 Jahren. Und damit ist ja für mich, stellt sich die Frage, ist das nicht der erste Beitritt in den Krieg des des NATO-Mitglieds Deutschland in den Ukraine-Krieg? Denn 15.000 Soldaten, das ist eine Masse, die man nicht so ohne weiteres von der Hand weisen kann. Und in dieser Verbindung zusammen sind die USA überhaupt daran interessiert, zu verhindern, dass die Ukraine, ja, wie die Bomben sich nennen, Atomwaffen überhaupt darstellt und vor allen Dingen auch lagern kann und dann auch nutzen kann. Machen wir uns nicht vor, in Deutschland haben wir 150 Atombomben zu liegen und die deutsche Militär oder die Flugwesen, wenn man mal so freundlich ausdrücken will, ist in der Lage versetzt worden, durch den letzten großen Manövern diese Atombomben auch selbstständig zu bedienen. Bisher standen die ja immer generell unter Kontrolle der USA, die weiterhin ihre Hand drüber halten. Aber wir haben bedeutend mehr Piloten, die mit diesen Bomben umgehen können. Ja, das ist jetzt meine Frage. Wie kann man wo ist da eigentlich die rote Linie für Russland? Weil das ist ein gefährliches Spiel, was wir zurzeit treiben. Da kann man nur spekulieren. Also. Ja. Ja, aber schwierig. Also in meinen Augen, die Situation, die wir haben, die ist viel, viel kritischer als Krimkrieg. Und wenn wir angefeindet werden, zu vergleichen. Ja. Also wenn man zum Beispiel bei Demonstrationen nur das Schild hochhält, Frieden mit Russland, dann ist man schon Faschist. Am 3. Oktober haben wir das mehrmals erleben müssen. Jeder, der versucht, irgendwie darauf hinzuweisen, dass wir eine sehr kritische Situation haben, wird sofort eigentlich versucht, aus den Demonstrationszügen zu entsorgen, also rauszudrängen. Oder aber eben von den Linken besonders beschimpft als Faschist und Nazi und wie sich was alles. Das ist furchtbar zur Situation. Und ja, solche Erfahrungen haben wir leider vielseitig gemacht, also auch wir. Das ist schon eine Tatsache. Aber ich wollte fragen, Peter, hast du deine Hand noch oben? Oder nein, ich habe sie noch mal hochgenommen. Ach so. Aber jetzt mal bitte kurz, weil... Ja, bloß wegen dem Atomwaffeneinsatz. Also ich bin da nicht ganz so pessimistisch. Ich denke, Russland hat doch noch eine ganze Menge Optionen. Ich glaube, Russland hat noch gar nicht richtig angefangen mit, sage jetzt mal, Krieg. Ja, also die haben sich, denke mal, in vielen Sachen zurückgehalten und wahrscheinlich in gewissen Situationen lieber zurückgezogen. Denn wenn man die Zahlen aus der Ukraine liest, also die gehen ja dort vor, ohne Rücksicht auf Verluste, bloß um sozusagen ein Dorf zu erobern. Also die Russen gehen da wesentlich vorsichtiger und auch mit Bedacht auf die Zivilbevölkerung vor. Und ich denke, wenn die ernst machen, dann brauchen die noch lange keine Atomwaffen. Ja. Okay, also dann würde ich jetzt zum letzten Komplex dir das Wort erteilen, Ulrich. Ja, ich wollte noch eine Frage jetzt vorlesen von Ulrich L. nochmal. Ist die Forderung von Teilen der deutschen Friedensbewegung, zum Beispiel im Aufruf für einen bundesweiten Aktionstag am 19. November, nach Rückzug der russischen Truppen von allen nach dem 24. Februar 2022 besetzten Gebieten angesichts bekannt gewordener Säuberung durch rechtsnationalistische Truppen eine realistische Opposition für die Beendigung des Krieges? Also mit diesen Säuberungen ist ja gemeint, was ich am Anfang, wo ich meinen Vortrag mit eingeleitet habe, mit diesen sobald also die Russen abziehen aus einem Gebiet, fangen die ukrainischen Sicherheitsorgane an und verfolgen Lehrer, die russisch unterrichtet haben nach dem russischen Programm oder die irgendwie angestanden haben für russische Lebensmittel oder die irgendwie anders bekannt sind, dass sie mit Russen zusammengearbeitet haben. Und das ist eine reale Gefahr für diese Menschen. Und
Also jetzt Antwort auf die Frage mit der Friedensbewegung und ihren Forderungen. Die Forderung nach einem Rückzug der russischen Truppen halte ich für weltfremd. Die Friedensbewegung hatte acht Jahre Zeit, eine Bewegung gegen die Beschießung der Volksrepubliken durch die ukrainische Armee und rechtsradikale Freiwilligenbataillone auf die Beine zu stellen. Das wurde meines Wissens noch nicht mal ernsthaft versucht. Offenbar hatte man Angst, als Putin-Unterstützer oder Querdenker gebrandmarkt zu werden. Die deutsche Friedensbewegung müsste sich zunächst einmal mit dem Thema politische Verfolgung in der Ukraine beschäftigen und durchsetzen, dass die Bundesregierung sich für politisch Verfolgte in der Ukraine einsetzt. Wenn die Friedensbewegung sich zu diesem Schritt nicht durchringt, könnte man den Eindruck gewinnen, sie wolle sich bei dem von den USA installierten Regime in Kiew anbiedern. Solange die Friedensbewegung im Westen nicht politischen Druck gegen die Waffenlieferung an die Ukraine aufbaut und die ukrainische Opposition, die von Kiew verfolgt wird, unterstützt, ist kein Waffenstillstand und sind keine Friedensverhandlungen über einen Kompromiss möglich. Nach Umfragen ist ein großer Teil der Russen der Meinung, dass russische Truppen viel eher in den Donbass geschickt hätten werden müssen. Es ist nicht nur Putin, der die ukrainische Armee besiegen will, es ist der Großteil der Russen. Sie werden einen Rückzug der russischen Armee niemals zustimmen. Das ist meine Einschätzung, also die in den deutschen Medien natürlich, die wird man da nicht finden, aber das ist, kann man, wenn man in Russland ist, gewinnt man diesen Eindruck einfach. Also ich meine, ich möchte noch kurz was sagen zu dieser These, Russland sei ein imperialistisches Land und würde, also zum Beispiel der Leiter der russischen Linksfront, Sergei Udalsov, hat einen Text veröffentlicht, in dem er von imperialen Ambitionen und unersättlichen russischen Oligarchen spricht. Dieser Einschätzung möchte ich widersprechen. Ich sehe weder bei den russischen Oligarchen noch bei der russischen politischen Elite den Wunsch nach Gebietseroberung der Reichtumsvermehrung wegen. Die Angliederung neuer Gebiete sehe ich ausschließlich als Sicherung gegen die Ausweitung der NATO. Denn finanziell gesehen ist die Angliederung für Russland erstmal ein Zuschussgeschäft. 5 bis 6 Millionen neue Bürger müssen in das russische Staatswesen integriert werden. Für sie müssen Renten und Kindergeld bezahlt werden. Ukrainische Rentenkassen können dafür nicht angezapft werden. Dazu kommen die Kosten für die Beschaffung von Wohnraum und Ernährung für Flüchtlinge und Umsiedler aus den südostukrainischen Kriegsgebieten und die Kosten für die Wiederinstandsetzung zerstörten Wohnraums, Straßen und Infrastruktur in den 4 angegliederten Gebieten. Dieser Vorsitzende der Linksfront, Udalsov, sieht eine Einigung möglich zwischen Russland und dem Westen. Der Westen hätte Angst vor einem Zusammenstoß mit Russland, weil Russland ein Atomwaffenarsenal hat. Und Europa hat selbst große Probleme, kurz vor dem Winter noch, die sich noch verschärfen. Die Demokraten in den USA könnten bei den Wahlen geschwächt werden. Aus all diesen Gründen sind die Chancen auf eine für Russland annehmbare Einigung sehr hoch. Ich halte diese Einschätzung von Udalsov für Träumerei. Senden Brüssel, Berlin und London nicht immer schrillere Kriegssignale? Wird denn nicht täglich erklärt, dass man die Ukraine so lange militärisch unterstützt, bis die territoriale Souveränität wiederhergestellt ist? Ja, es gibt in liberalen US-Blättern wie der Washington Post und der New York Times und auch unter ehemaligen amerikanischen Geheimdienstleuten Personen. Bitte mal eure Mikros ausschalten. Bitte Mikros ausschalten. Also dein Ulrich. Gibt es auch ehemalige US-Geheimdienstleute und auch der letzte US-Botschafter in der Sowjetunion gehören zu den Kritikern des Kurses, die Ukraine in diesem militärischen Konflikt zu unterstützen. Solche Kritiker mit Renommee gibt es auch in Deutschland, wie dem ehemaligen Hamburger Bürgermeister Klaus von Dornani oder dem ehemaligen Bundeswehrgeneral Harald Kujat. Aber letztlich sind all diese Kritiker, die einmal politische oder administrative Funktionen bekleideten, heute Außenseiter und nicht tonangebend. Das muss man einfach so feststellen.
Ja, das ist alles, was ich sagen wollte. Und vielen Dank, dass ihr zugehört habt so lange. Und ich hoffe, dass das was gebracht hat an Informationsgewinn. Wenn es noch Fragen gibt und noch Zeit da ist, kann ich weiter noch was beantworten. Also es gibt schon noch Wortmeldungen. Ich denke, nach deiner Kritik an der Friedensbewegung würde ich erstmal der Barbara von der Frico das Wort geben. Ja, hallo, guten Abend. Vielen Dank, dass ich da heute bei sein konnte. Ich bin von der Frico Berlin, arbeite mit in der Frico Berlin. Ich möchte darauf hinweisen, dass wir leider im Moment eine wirklich gespaltene Friedensbewegung haben. Insofern gespalten, als es tatsächlich Gruppen gibt, die für Waffenlieferungen sind oder sich nicht gegen Waffenlieferungen aussprechen, positionieren wollen und die auch den Sanktionen nicht widersprechen wollen. Das ist natürlich äußerst fatal. Und diese Gruppen, die diese Haltung haben, haben diesen Aufruf verfasst, der eben vorgelesen wurde zum 19. oder 17. November. Der ganz große, viel größere Teil der Friedensbewegung hatte eine andere Haltung. Das will ich einfach zur Ehrenrettung sagen. Und ich glaube, wenn man sich den Aufruf zum 1.10. ansieht und die vielen Aktionen, die da stattgefunden haben, unter anderem auch bei uns in Berlin, dann wird man da etwas zuversichtlicher, was das Vertrauen in die Friedensbewegung angeht. Auch wenn wir noch lange nicht genug Menschen erreichen. Vorhin war die Frage, wie machen wir irgendwie die Friedensbewegung stark? Wie bringen wir das überhaupt in die Öffentlichkeit? Das war ja eine Frage an unseren Referenten, aber ich glaube, die Stellen müssen wir uns natürlich stellen. Und die eben genannten, sogenannten Außenseiter, ich glaube, denen müssen wir verhelfen dazu, dass sie mehr gehört werden. Also was Kujat sagt, müssen wir verbreiten. Was Donani sagt, müssen wir verbreiten. Und die sprechen alle gegen weiteren Waffengang, für Verhandlungen, für Aufeinanderzugehen, für ein gemeinsames Europa letztendlich und ein Reden auch mit Russland. Ich zähle dazu, vorhin war ein Arzt hier oder mehrere seid ihr ja, EBPNW. Da gibt es einen Arzt, der heißt Christoph Krämer, der hat bei uns eine hervorragende Rede gehalten am 1.10. Findet ihr auf unserer Homepage. Solche Stimmen müssen wir verbreiten, damit die wenigen, die jetzt in der Friedensbewegung doch wirklich sehr merkwürdige Positionen haben, nicht als die Friedensbewegung wahrgenommen werden, sondern wir. Danke. Ja, danke. Ich möchte jetzt, Matthias Koch, möchtest du jetzt deinen Vorschlag hier oder deine Frage einbringen? Weil ja. Ich denke, jetzt würde das passen. Vielen Dank, Helga. Ja, die eine Frage, die ist so bis jetzt im Nachgang, bitte ich um Entschuldigung an den Ulrich nochmal, und zwar zur Situation der Ukraine. Das war im ersten Block deines Vortrages, Ulrich. Und zwar die sogenannten Soldatenmütter, die sind ja ab und zu mal erwähnt worden, welche Rolle die spielen, wenn zum Beispiel ihre Söhne oder wie gesagt, wenn die Eheleute dann praktisch nicht lebend zurückkehren aus dem Krieg, sondern als Tote eben, als Todessoldaten in Särgen zurückkommen, wie denn da das Stimmungsbild ist. Die Opferzahlen müssen ja in den fünfstelligen Bereich gehen. Die Zahlen gehen ja da auseinander. Das wäre eine Frage noch an den Ulrich. Und das zweite nochmal. Das hatte der Ulrich in der Diskussion im zweiten Block auch gesagt. Die westliche Bevölkerung müsste jetzt eigentlich ihre Regierung auffordern, der Diplomatie eine Chance zu geben. Und da ist es ja so, dass im November, Mitte November dieser G20-Gipfel in Bali stattfindet. Und da wäre es eigentlich im Vorwege sicherlich angeraten, dann eine Aktion zu machen. Die müsste natürlich bundesweit sein. Und zu den Stimmen nochmal, da kann ich nur zustimmen, wurde erwähnt, Harald Kujat, Klaus von Donani. Ich kann auch noch Michael von der Schulenburg hinzufügen. Ich weiß nicht, ob das jemand gelesen hat. In der Berliner Zeitung hat er einen sehr hervorragenden Beitrag am 13.10. gehabt, auch zum Thema Diplomatie. Und was auch überhaupt nicht bekannt wurde, wenig bekannt ist, es gab Ende März schon ein wirklich unterschriftsreifes Papier fast zu Friedensverhandlungen zwischen der Ukraine und Russland auf Initiative des türkischen Präsidenten. Diese Initiative ist von den NATO-Staaten und von Großbritannien und USA torpediert worden. Ja, bewusst hintertrieben worden. Das steht im Artikel drin. Das wissen viele überhaupt nicht. Und das muss viel mehr in die Öffentlichkeit auch. Noch ein weiterer Punkt. Es gibt eine amerikanische Website, Responsible Statecraft. Ich weiß nicht, ob die jemand kennt von euch. Da sind auch sehr lesenswerte Beiträge drin, die auch in Richtung
Sozialisierung, Diplomatie zielen. Zum Beispiel von Jack F. Matlock, der mal Botschafter war in der Sowjetunion, beziehungsweise auch in Moskau später, auch unter Reagan noch früher. Und auch eines ehemaligen Admirals, Mullen heißt er mit Namen, Vorsitzender der Stabschefvereinigung in den Vereinigten Staaten. Also man hat manchmal den Eindruck, die manchen Militärsdiplomaten sind klüger als unsere Regierung. Das vielleicht da als Beitrag meinerseits. Danke. Hey, danke. Ja, Ulrich Leonhard jetzt. Ja, ich wollte nochmal auf den guten Beitrag von Barbara eingehen zur Friedensbewegung. Wir sind tatsächlich gespalten und ich kann nur ergänzen zu diesen ganz merkwürdigen Aufrufen, den Aufruf, der jetzt von Verdi und von der Plattform Compacta wieder initiiert wurde, wo wirklich kein einziges Wort, einmal das Wort Krieg oder das Wort Frieden drin vorkommt. Es geht dort um die sozialpolitischen Maßnahmen, dort also mehr Geld an die Bevölkerung etc. etc. Also ich persönlich vergleiche das damit mit einem Arzt, sind ja einige hier, ich bin kein Arzt, der mir Schmerzmittel verschreibt, ohne nach der Ursache für meinen Schmerz zu suchen. Also den Schmerz an der Quelle sozusagen zu beseitigen. Das ist ja das, was hier mit diesen ganzen Deckeln und dieser aller heißen betrieben wird. Aber nochmal auch eine Frage und vielleicht die Lenkung der Diskussion auch noch das Thema neben der Nabelschau unserer Friedensbewegung. Auch welche Lösungsansätze gibt es jetzt? Es gab die Vereinbarung oder die vorbereitenden Vereinbarungen Ende März, die ja, man sagt, so fast unterschriftsreif gewesen sein sollen, bis dann Johnson nach Kiew fuhr und das alles zertrümmert hat. Es gibt mittlerweile ja ein ukrainisches Gesetz, das Verhandlungen mit Putin, wie ich weiß, steht Putin drin und nicht Russland, Friedensverhandlungen verbietet und unter Strafe stellt. Wenn man auf der anderen Seite den gegenwärtigen Frontverlauf und die Problematik der Rache an, ich nenne sie jetzt mal Kollaborateuren, von ukrainischer Seite betrachtet, dann gibt es eigentlich nur die Möglichkeit, dass die jetzt von also zu Russland geschlagenen Rayons erstmal bei Russland zu belassen. Eine andere Lösung dieses Konflikts ohne einen andauernden Krieg sehe ich nicht. Okay, danke. Und Helmut Käs, Helmut, du wolltest noch mal was sagen. Ja, ich wollte noch mal was sagen. Es wurden ja, ich dachte, dass der vierte Teil sozusagen Ideen seien, wie man was machen könnte. Die Ideen sind von dem Ulrich nicht genannt worden, denke ich mal. Aber sind jetzt ja doch einige Ideen gekommen. Denn wir müssen selber eben was tun. Und jetzt ist ja Schulenburg genannt worden, diese März-Geschichte. Also wir müssen sozusagen die Bekanntmachung, wir müssen sozusagen die jetzige Presse ersetzen. Wobei ich darauf anweisen will, dass es von Jimmy Gerum in Leuchtturm ARD eine Bewegung gibt seit letzten Weihnachten, dass er Mahnwachen vor den Medienhäusern macht. Und die macht er an 70 Städten. Wir in Braunschweig werden wir hoffentlich die 71. Stadt sein. Also von daher, da läuft schon einiges, das gegen dieses Urübel, dass der Journalismus völlig degeneriert ist, dass man dagegen vorgeht. Also das sind verschiedene Sachen, die man machen muss, aber jetzt müssen die Leute halt langsam auf die Füße, müssen langsam ihren Hintern hochkriegen, denn es geht jetzt um unser Überleben, es geht um die Gefahr eines Atomkrieges. Ist zwar jetzt gesagt worden, die Gefahr sei nicht sehr groß, aber ich habe jedenfalls zwischendurch kriege ich immer mal wieder die Panik und denke, oh, jetzt die Russen gehen zurück, jetzt könnte es soweit sein. Also von daher, wir müssen, und diese Panik wird ja auch durch die Doomsday-Clock und so weiter, wird das ja betont. Und es wird ja nicht geschürt, es wird betont, es wird gesagt, das ist eben hochgefährlich. Wir hatten die Kuba-Krise und jetzt haben wir die Ukraine-Krise. Und das ist genau das Gleiche. Das Kuba, da gehen die Russen den Amerikanern zu nah aufs Fell und jetzt in der Ukraine gehen die halt die Amerikaner den Russen zu nah aufs Fell. Also genau die gleiche Situation. Also wir müssen da kraftvoll an uns versuchen reinzuhängen.
Ja, okay. Ja, danke. Ja. Dieter? Ja, also ich wollte noch mal darauf hinweisen, wir müssten alle, da jetzt auch viele von der Friedensbewegung noch dabei sind, wir müssten es erreichen, dass wir uns alle zusammentun und alle, die in der Richtung unterwegs sind, an einem Strang ziehen und nicht jeder Einzelaktionen macht. Das wäre das Allerwichtigste, dass wir in Schwung kommen und viel auf die Straße bringen. Dazu sollten wir noch mal eine Konferenz machen. Wer da was bewegen kann in den einzelnen Bereichen, der sollte sich mit uns auch zusammentun, mit allen, die da, da gibt's ja die Großmütter gegen Atomkrieg oder wie das heißt, ihr mit den Ärzten, dass wir uns da alle nochmal in der Konferenz treffen und versuchen, da was zu bewegen. Danke. Danke. Dominik? Ja, zwei Punkte. Einmal auf das, was gerade jetzt der Dieter gesagt hat, alle zusammenkriegen, das hat mir überall, egal wo mir jetzt in irgendeine Friedenskonferenz geht, wird genau das gesagt, dass das eigentlich das Problem ist, dass nicht mehr die riesengroße Veranstaltung irgendwo gemeinsam mal organisiert wird, aber das scheitert ja meistens dann daran, dass dann mehr über Dinge wie, ja, wir laufen nicht mit Rechten und so weiter diskutiert wird, anstatt einfach mal über das zu diskutieren, um was es wirklich geht. Das betrifft allerdings jetzt nicht nur die Friedensbewegung, sondern es betrifft ja auch viele andere politische Themen, die einfach dann auf der Straße deswegen scheitern, weil man mit irgendwelchen Leuten nicht laufen will oder behauptet, solche Leute wären da und hätten da irgendwie die Mehrheit. Die Mehrheit ist immer für das Richtige. Das erlebt man, egal wo man auf die Straße geht, und man sollte endlich mal mit dieser unsäglichen Diskussion aufhören und einfach mal an die Sache glauben, an die Sache denken, die man umsetzen will und für was man auf die Straße geht. Und dann ist mir vollkommen egal, ob der kurze Haare hat, lange Haare hat, ob der von der Partei kommt, von der anderen Partei kommt, ob er sich als Linke oder Rechte bezeichnet oder was weiß ich, was auch immer. Wenn es um die Sache geht und die Leute sprechen die gleiche Meinung aus, dann sollte man das unterstützen. Aber das wird leider Gottes überall problematisiert und deswegen kommen nicht viele Leute zusammen, geschweige denn die einzelnen Gruppen, wie gerade Dieter gesagt hat, zusammen. Das ist ein Riesenproblem und das sollte sich dringend ändern. Das ist übrigens das Grundproblem der Linken, warum die Linken nie wirklich groß werden. Das zum einen Thema und dann zum zweiten, danke Helmut Käs, dass du es schon angesprochen hast, ansonsten hätte ich es getan. Also wenn man das jetzt hier heute verfolgt, bin später dazugekommen, weil ich beruflich lange unterwegs war. Und auch bei sonstigen Videokonferenzen, auch außerhalb von Aufstehen verfolgt, gibt es immer wieder ein Thema, woran es scheitert. Das ist einfach die Medienwelt. Die Medienwelt spielt halt eben nicht entsprechend mit, beziehungsweise tut nicht das, wofür sie eigentlich bezahlt wird und auch bezahlt werden soll. Ich betone das ganz bewusst. Sie wird bezahlt dafür, dass sie eigentlich ihre Arbeit nicht macht, nämlich neutral berichten, beziehungsweise auch mal das berichten, was wirklich die Wahrheit angeht. Sie berichten einfach amerikafreundlich, beziehungsweise transatlantisch und wie es unsere Politiker ganz gerne hätten. Das ist einfach furchtbar. Und deswegen müssen wir nicht nur hierbei aufstehen, sondern auch alle anderen, die irgendwo tätig sind, dringend an die Medien ran. Weil das ist der Haupthebel für überhaupt alles. Wir können tolle Demos auf den Weg bringen. Wir können machen, was wir wollen, tolle Plakate, Flyer, alles machen. Wenn es in den Medien nicht richtig dargestellt wird, beziehungsweise gar nicht dargestellt oder sogar falsch dargestellt wird, Dinge, die wir machen, einfach sogar noch umgedreht werden in dem, was wir ausdrücken wollen, ja, dann erreichen wir fast schon das Gegenteil von dem, was wir erreichen wollen. Also ist der Haupthebel von allem, und es betrifft jetzt nicht nur dieses Thema hier, sondern auch alle anderen politischen Themen, wo wir Aufsteher zum Beispiel auf die Straße vergehen. Und das ist ja der Hauptgrund für Aufstehen, dass man auch, wenn man irgendwas vorhat, auch tatsächlich auf die Straße geht oder mindestens mal irgendeine Aktion macht. Das wird halt eben von den Medien boykottiert. Deswegen ist es wichtig zu lernen, wie man mit den Medien, letzter Satz, umgehen sollte. Da bräuchte man mal dringend eine Anleitung, wie spreche ich überhaupt die Medien an, im regionalen Bereich, im überregionalen Bereich, dass die überhaupt mal aufmerksam werden. Wie arbeitet man denen zusammen, wie arbeitet man denen zu, wie findet man da Freunde und wie funktioniert das? Da möchte ich auch unbedingt für den Leuchtturm ARD werben. Das kennen ja viele schon von mir. Dringend sich das mal anschauen und das auch noch als letztes, da bin ich aber auch echt fertig. Es geht nicht um den Zahlungsstopp, das, was immer behauptet wird, dass man einfach die Rundfunkgebühr nicht mehr zahlen soll. Nein. Das ist, sage ich mal, eine Nebensache. Ich sag's mal so. Der Hauptgrund, wofür der Leuchtturm ARD steht, ist, mit den Medien und in einen friedlichen Dialog einzutreten, um einfach mit den Leuten selbst hier, passt mal auf, ihr habt doch einen Pressekodex, es gibt einen Medienstaatsvertrag, ihr füllt den gerade nicht aus.
Und ihr werdet Dominik, kommst du bitte zum Schluss? Ihr werdet aber von uns bezahlt und gleich fertig. Und ihr füllt diesen Vertrag nicht aus. Und das ist der Haupthebel, wie wir überhaupt irgendetwas bei Aufstehen oder auch sonst wo bewegen können. Danke. Okay, danke. Ulrich Leonhard. Ja, noch ein Wort zu dem eben von Dominik. Ich war heute bei der Mahnwache vom NDR Funkhaus mit 6 Leuten und man kommt. Einmal steht man umsonst da, kann mit keinem Journalisten sprechen. Aber wir kamen heute wieder mit den Journalisten im Gespräch und haben ihnen Fragen gestellt. Da wird natürlich erstmal abgewiegelt und wir sind doch objektiv und so weiter und so fort. Aber schon wichtig ist mal mit den Leuten, die man dann früh morgens hier im Regionalsender hört, auch mal in diese Richtung zu sprechen und zu sagen, was uns dabei nicht passt. Das will ich nicht darauf hinweisen, dass das eine gute Sache ist, dort mit den Leuten ins Gespräch zu kommen, ihnen zu sagen, dass sie eben nicht objektiv sind. Ein zweites Thema zur Friedensbewegung. Also wir haben uns hier in Schwerin entschieden, sowohl von Schweriner Friedensbündnis, was stark von der Linken getragen wird, aber auch von Aufstehen, dass wir uns an der Montagsdemo beteiligen, dass wir auf der Montagsdemo unsere Transparente, und das sind über 1.000, letztens waren im Höhepunkt waren wir mal wieder 6.000 kürzlich, da wird man sichtbar, da kann man auch seine Handzettel verteilen, kommt mit den Leuten ins Gespräch, und ich habe auch die Gelegenheit, wahrscheinlich am Montag, dort einen 5-minütigen Beitrag dort zu halten. Also das ist einfach wirkungsvoller, als wenn wir eine Aktion beispielsweise am 1.10. hier auch unter der Flagge von Aufstehen in Schwerin gemacht haben. Dann haben wir leider bei ganz beschissenem Wetter 50 bis 100 Leute. Da ist es dann wegen des Regens auch weggegangen. Aber wir haben eine ganz andere Wirkung, wenn wir dort eben 5.000 Schweriner erreichen mit unseren Argumenten. Das muss man dabei betrachten, auch wenn wir genau wissen, da ist der ein oder andere Mitglied der AfD oder sonst was mit bei. Aber das tragen wir hier mit, um letztendlich diese Friedensproblematik und nicht nur die Problematik in Geldforderung etc. auch an die Leute zu bringen. Okay, danke. Also ich möchte euch wirklich bitten, euch auch kurz zu fassen, weil es ist schon ziemlich fortgeschritten und ich habe mich auch selber auf die Rednerliste jetzt gesetzt und ich würde noch der Barbara und dann dem Peter das Wort erteilen und dann bitte nur noch Fragen zulassen, die jetzt direkt an Ulrich gehen, denn das andere, das sind natürlich alles Sachen, die wir unter uns diskutieren müssen. Die sind wichtig, also ich will sie auch nicht vom Tisch wischen. Sie sind sehr wichtig, aber es gab ja auch am Dienstag eine Konferenz von der FRICO und von der Friedensbewegung, die auch fortgesetzt werden wird. Also diese Diskussionen werden fortgesetzt und dort müssen wir uns einbringen und diskutieren. Ich wollte eigentlich nur was sagen, auch zu dieser und auch da in gewisser Weise meinen Vorrednern zustimmen. Es ist ja nicht so, wir sagen, wir müssen uns einbringen, wir müssen die Leute motivieren. Also die Leute sind eigentlich auf der Straße, zumindest im Osten. Und bei uns in Leipzig gehen also Montag über 5.000 Leute wieder rund um den Ring und es werden sicher mehr. Und wir müssen uns wirklich ganz einfach überlegen, wie wir in diese Bewegung reinkommen mit unseren Forderungen. Weil sonst werden sie von anderen dominiert. Und jetzt hier außerhalb dieser Bewegung sozusagen zu mobilisieren, das halte ich im Moment für sehr schwierig, wenn nicht aussichtslos, weil da haben wir einfach den Zug verpasst vorher. Also soweit nur mal meine Bemerkung jetzt dazu. Ich möchte das nicht weiter ausführen, würde jetzt der Barbara das Wort geben. Ja, danke. Ich versuche es ganz kurz. Also ich glaube, diese Ausgrenzung hat uns sehr geschadet teilweise. Und das, was du eben vorgeschlagen hast, ist sicher richtig an bestimmten Orten, an anderen wieder nicht. Also in Berlin zum Beispiel gibt es solche Montagsdemos, mit denen wir konkurrieren, in keiner Weise, sondern wir sind die Zentrale, das zentrale Netzwerk. Und das sollten wir ausbauen. Vorhin war die Frage, warum kommen wir nicht alle zusammen und machen was ganz Großes? Die Zeit ist nicht da, meiner Meinung nach. Ich habe ihn vor Augen, ich war damals in Bonn, als die 300.000 in Bonn gegen die neuen Raketen waren. Ich war dabei.
Die Zeit ist nicht so weit. Wir müssen erst, wie will ich sagen, in der Fläche arbeiten. Wir müssen jeder für sich viele Menschen um sich scharen, damit man es dann zu so etwas Großem zusammenführen. Das hat damals 2 Jahre gedauert, bis wir so weit waren und bis wir wirklich viele, viele überzeugt hatten. Und den Weg haben wir jetzt noch vor uns. Deswegen sollten wir uns nicht gegenseitig vorwerfen, warum machen wir nicht, warum machen wir nicht in der Fläche arbeiten und viele, viele Menschen jetzt und hier informieren. Danke. Ja, danke. Peter, du bist heute. Ja, ich mache es auch ganz kurz. Zuallererst, was wir machen können, wir müssen uns abgewöhnen, uns von unseren Feinden oder Gegnern sagen zu lassen oder vorschreiben zu lassen, wer unsere Feinde und Gegner zu sein haben. Ja, und ehe wir gegen den Krieg demonstrieren, sollten wir erstmal unsere Kleinkriege untereinander endlich beenden, die kleinen Gräben zuschütten, dass wir zusammenkommen, ja. Das geht eben mit dieser ganzen Frage Ausschließerritt ist los. Das ist eines der ganz großen Probleme. Wenn wir das nicht überwinden, das müssen wir überwinden. Und wir wissen doch, gegen wen wir demonstrieren oder wofür wir demonstrieren. Wir brauchen es da keiner sagen, wenn ihr mit dem und dem, das sind Rechte, das sind Querdenker, das sind Schwurbler, das entscheiden wir doch. Wir müssen uns untereinander einigen. Dann kommen wir auch zusammen. Okay, danke. Und Ulrich, du möchtest sicher den Abschluss machen. Nee, ich wollte noch mal an meine Frage erinnern, an Ulrich Heiden. Welche Lösungsmöglichkeiten, ich hatte ja vorhin die Problematik dargestellt, Ende März, dann die Problematik, dass der Krieg ja weitergegangen ist, weitere Besetzte, jetzt die Besetzungen stattfanden, jetzt die Gebiete an Russland angegliedert werden. Welche Lösungsmöglichkeiten für diesen, diplomatische Lösungsmöglichkeiten für diesen Konflikt werden denn in Russland gesehen? Also ich persönlich verbreite immer, dass man sollte eine saarländische Lösung finden. Aber ob das für Russland, für diese Situation realistisch ist, weiß ich nicht. Na, ob die in Oskar finden? Saarländische Lösung? Ich meine 45 bis 55. Da war Oskar noch nicht Mode. So. Also Ulrich Heiden ist das. Du meinst eine Teilautonomie oder was? Saarland, was meinst du damit? Ja, Saarland ist ja nach dem Zweiten Weltkrieg erstmal bei Frankreich geblieben mit der Vereinbarung, dass nach 10 Jahren entschieden wird bei Volksabstimmung, ob man nun bei Frankreich bleiben will oder nach Deutschland geht. Mhm. Und ich in der gegenwärtigen Situation sehe ich keine Chance, dass diese Gebiete ohne einen riesen Völkermord oder eine riesen Fluchtbewegung wieder an die Ukraine gehen können. Also das, was Elon Musk auch vorgeschlagen hat. Ja, im Prinzip ja. Ich meine, irgendwie kommt die Diskussion mir sehr weit weg von der Ukraine irgendwie. Also es fängt damit an, dass ich glaube, dass die Friedensbewegung, diese Ausschlüsselritis und so, diese ganzen Geschichten, kann man das nicht damit unterlaufen, dass man einfach eben gut gebündelt die eigenen Argumente einfach gut unter die Menschen bringt. Also dazu gehört auch, dass man zum Beispiel über die Ukraine selber eben auch aufklärt, also das Kriegsgebiet. Was ist da eigentlich los? Gibt es da eine Opposition und so weiter? Ich habe das Gefühl, da machen die deutschen Medien sind vollgefüllt mit Falschinformationen. Die interviewen nur oder die bringen nur die Stellungnahme von Zelensky und seinen Mitarbeitern und gibt es eigentlich in der Ukraine eine Opposition? Das wäre doch auch eine Frage mal für die Friedensbewegung. Also diese Leute, die da was drüber sagen können oder sogar selbst Mitglieder der ukrainischen Opposition sind, der ukrainischen Friedensbewegung oder der dass man die auf eine Bühne holt und mal sprechen lässt. Also wie kannst du uns den Namen nennen? Also ich wüsste, ich bin da sehr interessiert. Die sind wohl eingesperrt oder verschwunden. Ja gut, das habe ich auch fest. An den Kanzler kommst du im Moment nicht ran. Nee, viele sind untergetaucht, einfach aus Angst, dass man ihre Verwandten bedroht und so weiter. Und es gibt ja in Deutschland gibt es ja auch viele Ukrainer, die wahrscheinlich ihre rohen Gesetze auch in Deutschland also durchsetzen werden gegen Andersdenkende. aber ich meine, gut, wenn das ein Ukrainer nicht machen kann, dann macht das eben ein Deutscher, der gut im Thema ist und einfach Gegenaufklärung betreibt. Man muss einfach
mal diese 8 Jahre Ukraine, was da eigentlich gelaufen ist, muss einfach mal unter die Bevölkerung gebracht werden. Die Menschen wissen ja nichts. Sie wussten ja auch nichts darüber, dass es zum Beispiel der Krieg schon 2014 begann. Gut, also es war die Friedensbewegung hatte, die ukrainische Friedensbewegung hat sich vor kurzem geäußert und hat gesagt, also jeder Krieg ist scheiße, jeder Krieg ist Massenmord, man muss jeden Krieg mit friedlichen Mitteln bekämpfen. Das ist eine offizielle Auskunft der ukrainischen Friedensbewegung, hab ich so gehört. Ja, aber es gibt eigentlich keine Quelle. Also wenn du eine Quelle hast, dann bin ich sehr interessiert dran, die zu bekommen. Also da würden wir dann gerne ja auch was machen wollen. Aber es ist im Moment, also ich bin ja auch eigentlich ziemlich eng mit der Ukraine, aber alle die Kontakte, die ich dahin hatte, die sind verschollen. Da komme ich nicht mehr ran. Und das ist eben sehr schwierig im Moment. Also ich möchte aber jetzt eigentlich die Veranstaltung beenden. Denn wir haben Ich möchte da gerne noch was sagen kurz. Also einmal die Opposition in der Ukraine ist ja verboten worden seitens der Regierung. Also von daher ist es ein bisschen schwierig. Dann habe ich euch hier ein Video reingestellt. Die Gabriele Krone-Schmalz hat eine Rede am 14.10. gehalten, jetzt diesen Jahres, in der Volkshochschule in Reutlingen. Und die geht genau auf diesen Ukraine-Krieg ein mit den Hintergründen und benennt auch, was damals im Donbass los war. Die kennt sich ja nun bestens aus. Und sowas muss man dann eben auch teilen, bei Twitter, Facebook, wo auch immer, dass man das verbreitet, dass die Leute die Möglichkeit haben, mal ein Die kennt sich aus, die war ja ewige Jahre da in Russland. Von daher hat die ja das Fachwissen und sie berichtet auch eben sehr austariert. Ja, also das heißt, sie will keinen vor den Kopf stoßen, aber sie bringt die Dinge zur Sprache, die hier im Westen verheimlicht werden. Das nur zur Info. Also ganz kurz vielleicht zu der Frage von Ulrich über die, was Russland eigentlich, wie Russland den Konflikt lösen will oder welchen Ansatz Russland hat. Also Russland führt zurzeit Krieg. Also es ist irgendwie ein ganz anderer Angang. Also da gibt es, Russland fühlt sich zurzeit vom Westen, vom gesamten Westen, also auch von Linken oder Friedensbewegung alleine gelassen. Und sieht überhaupt keine Möglichkeit zurzeit, also auf diesem Gebiet was zu machen, auf dem diplomatischen Gebiet. Also immer wieder wird auch von russischen Politikern, also von dem Präsidentensprecher Peskow oder von Lavrov, wird immer wieder angemerkt, ja, wir werden bereit für Diplomatie. Aber wenn da sozusagen vom Westen nichts kommt und wenn westliche Politiker sich nicht da einschalten, dann gibt es ja auch keinen Grund da, sich zu treffen. Das ist das Problem. Also ich meine, es ist einfach so, Russland hat gesagt, es wird die Ukraine demilitarisieren und entnazifizieren. Wie sie das machen, in welchem Ausmaß, das haben sie nicht gesagt. Aber man kann davon ausgehen, dass sie die Regierung in Kiew irgendwie auswechseln wollen und eine Regierung einsetzen wollen, die die Ukraine garantiert, dass die NATO sich in der Ukraine nicht festsetzt. Und ich meine, das ist natürlich für westliche Menschen wahrscheinlich eine sehr radikale und kaum machbare Plattform, auf der man sich verständigen könnte. Aber das ist nun mal Russlands Ziel. So weit ist es gekommen, weil der Westen mit Russland nicht verhandeln wollte über Sicherheitsgarantien. Dieser Versuch zu verhandeln ging ja bis kurz vor dem Beginn der sogenannten Spezialoperation. Und so ist die Lage. Also man muss der Sache einfach man muss die Sache so sehen, wie sie ist. Also nicht irgendwie sich irgendwas am Schreibtisch ausdenken. Das ist, man muss wirklich auf die letzten 6 Monate nochmal und die 8 Jahre davor, was ist da 2014 passiert? Warum ist das Minsker Abkommen nicht eingehalten worden? Warum hat Merkel nie Poroschenko kritisiert, dass er die eigene Bevölkerung bombardiert? Diese ganzen Fragen, die sind irgendwie aus der Debatte auch in Deutschland
oder sind nie richtig angekommen. Das wäre eine Aufgabe, meiner Ansicht nach, einfach Gegenaufklärung zu betreiben. Ja, danke. Das ist eine Verbreitung noch zu dem Thema Minsk II, Merkel und Poroschenko. Frau Merkel hat in ihrem Interview auf Phoenix, Minute 43, ich habe lange danach gesucht, weil mich jemand hier auch in der vorhergehenden Konferenz aufmerksam gemacht hat, selbst davon gesprochen, dass dieses Abkommen dem Zeitgewinn der Ukraine diente. Quasi als Entschuldigung, dass sie dieses Abkommen abgeschlossen hat. Das war eine Woche, bevor Poroschenko geäußert hat, dass nur zum Zeitgewinn gedient hat. Ich habe das an die Nachdenkseiten den Tipp gegeben, ich habe das an Thomas Röber gegeben. Es ist nie irgendwo dieses Ding mal hochgepusht worden und Merkel diesbezüglich angegriffen worden. Okay. Kann man nachprüfen, Minute 43, fängst du davon an? Kannst ja in Chat schreiben nochmal, Ulrich. wir sind uns sicher im Klaren, dass wir im Moment ins Hintertreffen geraten sind als Friedensbewegung. Aber es muss natürlich auch sagen, Ulrich, und das ist also uns dann doch in die Knochen gefahren, weil wir von der Friedensbewegung, und ich bin ja auch schon lange dabei, immer gesagt haben, also Putin fängt nie einen Krieg an. Und dieser Kriegsbeginn, der hat uns schon erstmal sehr, möchte ich mal sagen, die Beine weggeschlagen. Und dann wieder sozusagen hochzukommen und jetzt auch praktisch diese Vergangenheit abzuarbeiten, das ist äußerst schwierig, weil wie erreichen wir die Leute? Ja, das ist eben das Problem. Die Masse der Menschen können wir eigentlich mit großen Aufklärungen jetzt nicht einfangen. Da hören die nicht zu, die stellen ihre Forderungen und wollen, dass praktisch es ihnen, dass der Krieg beendet wird, was völlig richtig ist und was auch ganz wichtig ist. Wir können uns eigentlich nur hinter diese Forderungen stellen, der Leute, also diese Forderungen, die auf die Straße gebracht werden. Der Krieg muss beendet werden, er muss vor allen Dingen durch Diplomatie beendet werden. Oder kann nur durch Diplomatie beendet werden, wie damals auch die Kuba-Krise glücklicherweise zu einem glücklichen Ende gekommen ist. Und man muss aber eben sagen, Diplomatie bedeutet Verhandlungen auf Augenhöhe. Also wir können nicht solche Diplomatie mit solchen Forderungen, dass Russland sich aus allen Gebieten wieder zurückzieht und nur dann erst verhandeln. Das ist illusorisch, das wissen wir selber. Und da müssen wir arbeiten, aber das ist eben ein äußerst langer Weg, diese Leute zu erfassen, zu erreichen, abzuklären und im Westen sicher noch schwieriger als im Osten. Und im Moment ist es für uns also auch noch nicht so richtig sicher, wie wir weitergehen wollen. Ja, da gibt es also auch in der Friedensbewegung eben unterschiedliche Meinungen und wir müssen uns erstmal wieder zusammenraufen. Knut, möchtest du noch was zum Abschluss sagen? Ja, ich möchte den Ulrich Heiden gerne noch fragen. Da war eben so eine Stelle in seinen Ausführungen, wo ich ein bisschen Hoffnung hatte. Und da hatte er nämlich gesagt, dass die Russen von den Deutschen eine Erwartung an die Deutschen haben, dass sie sich vielleicht befreien und dass sie Unterstützung von uns bekommen. Und die Frage ist, was wären denn, kann man das konkretisieren, was die Erwartungen wären, was würde sich Russland oder was würde sich der Russe oder der russische Bürger wünschen von den Deutschen, damit es vielleicht zu einer Friedensverhandlung kommen kann? Wie müsste oder sollte Deutschland nach der Ansicht der Bevölkerung agieren? Was wäre da? Ist das eine Frage, die beantwortbar ist? Es gibt sicherlich zwei Ebenen. Also einfach der einfache Bürger und die politisch Aktiven oder Politiker in Russland. Also der einfache Russe ist ja über diese ganzen Details nicht so informiert. Die viele trauern Merkel nach, weil sie das Gefühl haben, Merkel hat irgendwie hat immer noch irgendwie doch einen Ausgleich mit Russland gesucht. Und also es läuft auf so einer emotionalen Ebene und jetzt Olaf Scholz und Baerbock, die
sind irgendwie so Hassfiguren geworden schon fast. Also was die einfachen Russen von Deutschland erwarten, einfach, dass praktisch alle ungerechtfertigten Beschuldigungen gegenüber Russland fallen gelassen werden. Also dass, wenn man eine Beschuldigung gegenüber Russland erhebt, dass man sie dann erstmal prüft und nicht, es werden ja, ich meine, das ist ja für die Russen sehr traurig zu sehen, dass Deutschland, das praktisch schon einmal oder zweimal schon Krieg gegen Russland geführt hat, jetzt wieder so eine Welle eben einfach gegen den einfachen Russen. Also ich meine, es fängt beim Reisen an, dass Russen, die in Deutschland sind, auch nach meinem Eindruck sich das, also distanzieren müssen von Putin. Dass, ich meine, wer hat denn von Amerikanern nach von den USA geführten Kriegen in Deutschland Distanzierung gefordert? Wenn ein Amerikaner konnte doch wunderbar in Deutschland spazieren gehen, ohne dass er ihm irgendwelche unangenehmen Fragen gestellt wurden. Aber bei den Russen, die Russen müssen sich eben rechtfertigen, das kränkt die Russen. Und sie fühlen sich also ja als Menschen nicht ernst genommen, als Volk nicht ernst genommen in ihrer Kultur, das also kulturelle Vertreter der russischen Kultur teilweise ausgeladen wurden, Verträge gekündigt wurden. Das sind einfach schmerzhafte Sachen, also die natürlich ja, ganz tief auch wirken. Und wenn es da mal von deutscher Seite Leute gäbe, die diese Distanziererei, die ja nicht nur bei euch in der Friedensbewegung läuft, sondern die auch ja zwischen Deutschen und Russen läuft. Also wie gesagt, wenn da mal jemand aufstehen würde und sagen, wir sind froh über Russland, dass es dieses Land gibt, das uns bereichert mit Kultur. Es gab eine Deutsche, die war russische Kaiserin. Es gab viele, eine ganze Palette von wichtigen kulturellen und wirtschaftlichen Zusammenarbeit gab es, dass man das in den Mittelpunkt stellt und daran ankommt. Das würde die Russen auf der emotionalen Ebene sehr begrüßen. Ja, und die Politiker in Russland, die erwarten praktisch, dass es vermutlich aufhört, diese Kleinkriecherei, dass jetzt Steinmeier und andere sich hinstellen und sagen, ja, mir tut es leid, dass ich so 30 Jahre lang so naiv war gegenüber Russland, oder jetzt auch der Klingbeil von der SPD. Also das ist für mich also sehr schwer zu hören, das alles hat so eine antirussische Schlagseite, die natürlich bei den Russen emotional und nur schwer zu verkraften ist, ne? Ja. Ja, also das ist ja auch verständlich und es ist auch beschämend für uns, wie sich unsere Regierung und viele Leute aus der Prominente oder auch aus der SPD und vor allem mit Grünen jetzt äußern. Das ist ganz einfach für uns, ja, ich schäme mich dafür. Aber ich bin halt auch leider nicht die Regierung, und es wäre schon gut, wenn du also von Russland ein bisschen dafür sorgst und da sagst, also es gibt in Deutschland auch Leute, die dagegen aufstehen, die sich dagegen wehren und die nicht in diese Töne einstimmen. Aber wir sind natürlich auch dafür, dass der Krieg beendet wird. Das muss ich trotzdem sagen, das ist ganz wichtig, und dass Verhandlungen geführt werden und Verhandlungen auf Augenhöhe. Es wird sicher keiner seine Maximalforderung durchsetzen können, wenn wir nicht wollen. Ist meine ganz persönliche Meinung jetzt. Und das müssen wir auch rüberbringen. Aber ich denke, wir alle, die wir hier sind, stimmen nicht in diesen Chor ein, den unsere Regierung fährt. Und vielleicht kann man das auch in Russland ein bisschen publik machen. Ich weiß nicht, ob man so eine Konferenz vielleicht auch in Russland sozusagen als mit Untertiteln laufen lassen kann. Weiß ich nicht, ob das möglich ist. Wir möchten jedenfalls dir herzlich danken für deinen heutigen Gedanken, die du hier geäußert hast. Und es war für uns sehr interessant. Und ich hoffe, es wird dazu beitragen, dass wir uns doch
mehr zusammenfinden und wieder stärker werden und unsere Forderungen unter die Leute bringen können. Es ist ein langer Weg, aber wir müssen ihn gehen. Einen anderen Weg gibt es nicht, denke ich. Und damit möchte ich eigentlich heute auch unsere Diskussion beenden und würde nur bitten, Ulrich, dass du noch drin bleibst und die Leute vom Orga-Team sich noch nicht ganz schnell ausklinken. Danke. Offiziell Veranstaltung. Bitte? Vielen Dank für diese Veranstaltung. Ja. Genau.